Mehr hören, mehr erleben. Der Audioverlag. Oblomov von Ivan Gonscharov. Bearbeitung Helmut Peschina. Regie Leonhard Koppelmann. In der Gorochowaja, einer der Hauptstraßen im Zentrum von Petersburg, in einem der großen Häuser, deren Bewohner für eine ganze Kreisstadt ausgereicht hätten, lag des Morgens Ilja Iljitsch Oblomow in seiner Wohnung auf dem Sofa. Er war ein etwa 32-jähriger Mann von mittlerem Wuchs und angenehmem Äußeren mit dunkelgrauen Augen. Sorglosigkeit ging von seinem Gesicht auf die ganze Körperhaltung und selbst auf die Falten des Schlafrocks über. Oblomow, adelig von Geburt, lebte seit 12 Jahren in Petersburg. Nach dem Tode seiner Eltern war er der einzige Besitzer eines Guts mit 350 Seelen, die er in einem der entlegensten Gouvernements, fast schon in Asien, geerbt hatte. Fast nichts konnte ihn aus dem Hause locken. Er verschanzte sich mit jedem Tag immer mehr in seiner Wohnung. Nur seinem Freund Andrei Iwanitsch Stolz gelang es, Oblomow unter Menschen zu bringen. Aber Stolz verreiste oft. Und ohne ihn gab sich Oblomow gänzlich seinem Alleinsein hin. Das Liegen war für Ilja Iljitsch weder eine Notwendigkeit wie für einen Kranken oder einen Schläfrigen, noch eine zufällige Faulheit wie für einen Ermüdeten, noch ein Vergnügen wie für einen Faulen. Es war sein normaler Zustand. Er lag immer in demselben Raum, der ihm als Schlaf-, Arbeits- und Empfangszimmer diente. Es gab noch 3 Zimmer, doch er blickte selten hinein, höchstens des Morgens, wenn sein Diener Sachar das Arbeitszimmer fegte, was aber nicht täglich geschah. Ilja Iljitsch war gegen seine Gewohnheit sehr früh um 8 Uhr aufgewacht. Auf seinem Gesicht drückten sich abwechselnd bald Angst, bald Traurigkeit, bald Ärger aus. Er hatte am Tag zuvor einen unangenehmen Brief von seinem Gutsverwalter erhalten. Man kann sich denken, über welche Unannehmlichkeiten ein Gutsverwalter schreiben kann. Von Missernte, Zahlungsrückständen, Verringerungen der Einnahmen und so weiter und so weiter. Ilja Iljitsch Oblomow hatte sich vorgenommen, aufzustehen, sich zu waschen und, wenn er Tee getrunken haben würde, gründlich nachzudenken, manches in Erwägung zu ziehen, zu notieren, sich überhaupt der Sache ganz zu widmen. Er lag eine halbe Stunde lang da und quälte sich mit diesem Vorsatze ab. Was soll das? Wahrhaftig, man muss doch ein Gewissen haben. Es ist Zeit, mit der Arbeit zu beginnen. Wenn man sich so gehen lässt, so... Sachar! Sachar! Ins Zimmer trat ein älterer, kahlköpfiger Mann in einem grauen Rock, der ein Loch unter der Achselhöhle hatte, aus dem ein Hemdzipfel hervorschaute. In seinen Gedanken versunken, bemerkte Ilja Iljitsch Sachar lange Zeit nicht, der schweigend vor ihm stand. Die beiden lebten schon lange beisammen. Sachar hatte den kleinen Oblomow auf dem Arm getragen und Ilja Iljitsch hatte ihn noch als einen jungen, beweglichen, gefräßigen und schelmischen Burkan. Ebenso wie Ilja Iljitsch ohne Sachars Hilfe weder aufstehen, noch schlafen gehen, noch sich kämmen, anziehen und Mittagessen konnte, konnte sich auch Sachar keinen anderen Herrn als Ilja Iljitsch denken und sich keine andere Existenz vorstellen als diese, die darin bestand, dass er ihn ankleidete, fütterte, ihm Grobheiten sagte, ihn betrog und belog und dabei innerlich doch anbetete. Was hast du? Sie haben mich gerufen. Weshalb habe ich dich denn gerufen? Ich weiß es nicht mehr. Geh in dein Zimmer zurück, vielleicht fällt es mir wieder ein. Sachar ging. Ilja Iljitsch blieb liegen und dachte wieder über den verfluchten Brief nach. Es verging eine Viertelstunde. Sachar! Sachar! Sachar kam, blieb etwa 2 Minuten stehen,
indem er seinen Herrn ungnädig ein wenig von der Seite anblickte und ging dann zur Tür. Wohin denn? Sie sagten nichts. Warum soll ich dann unnütz dastehen? Du siehst, ich habe Sorgen. Warte also. Suche den Brief, den ich gestern vom Gutsverwalter bekommen habe. Wo hast du ihn hingetan? Welchen Brief? Ich habe keinen Brief gesehen. Du hast ihn ja selbst dem Briefträger abgenommen. Das war ein ganz schmutziger Brief. Woher soll ich wissen, wo sie ihn hingelegt haben? Ach, du weißt nie etwas. Schau im Korb nach. Oder ist er vielleicht hinter das Sofa gefallen? Die Lehne da am Sofa ist immer noch nicht repariert. Warum holst du nicht den Tischler und lässt es machen? Du hast sie abgebrochen. Ich habe sie nicht abgebrochen. Sie ist von selbst zerbrochen. Sie kann nicht ewig halten. Sie muss auch einmal zerbrechen. Hast du den Brief schon gefunden? Hier sind welche. Das Buch ist andere. Dann gibt es keine mehr. Ich werde aufstehen und ihn selbst suchen. Das Taschentuch, geschwind. Wer weiß, wo das Taschentuch ist. Alles verlieren sie. Wohin willst du? Suche hier. Ich war seit vorgestern nicht mehr im Salon. So beeile dich doch. Ich kann kein Taschentuch sehen. Ach, da ist es ja. Unter ihnen. Da schaut ein Zipfel hervor. Sie liegen auf dem Taschentuch und fragen danach. Ja, schon recht. Aber schau, wie schmutzig und staubig es hier ist. Da, schau in die Ecken. Du tust gar nichts. Ich tu nichts. Ich staube ab und fege fast jeden Tag. Da, alles ist zusammengeräumt. Was wollen Sie noch? Und der Staub an den Wänden und die Spinnweben? Das wird zu Ostern gemacht. Da putze ich die heiligen Bilder und beseitige die Schweben. Und wann staubst du die Bücher und die anderen Bilder ab? Das mache ich zu Weihnachten. Wann soll ich denn jetzt zusammenräumen? Sie sitzen doch immer zu Hause. Ich gehe manchmal ins Theater und auf Besuch. Dann? Na, wie kann man denn in der Nacht zusammenräumen? Verstehst du, dass durch Staub Motten entstehen? Ich sehe sogar hin und wieder eine Wanze an der Wand. Und ich habe Flöhe. Das ist ja ekelhaft. Es ist meine Schuld, dass es auf der Welt Wanzen gibt. Es kommt durch den Schmutz. Ich habe auch den Schmutz nicht erfunden. Warum gibt es denn bei anderen keine Motten und keine Wanzen? Man kann nicht auf jede Wanze aufpassen. Man kann ja doch nicht in die Ritzen nachkriechen. Man räumt auf und am nächsten Tag ist alles wieder voll Schmutz. Wenn es so ist, dann musst du eben wieder putzen. Jeden Tag in die Ecken schauen? Was ist denn das für ein Leben? Wie kommt es denn, dass es bei anderen sauber ist? Ich würde manchmal gerne aufräumen. Aber dann lassen Sie mich nicht. Jetzt fange nicht wieder damit an, dass ich immer im Wege bin. Aber es ist so. Sie sitzen immer zu Hause herum. Wie soll man da aufräumen? Gehen Sie den ganzen Tag fort. Dann räume ich auf. Geh du lieber in dein Zimmer. Zachar ging und Oblomow verfiel wieder in seine Gedanken. Es ist 11 und ich bin noch nicht aufgestanden und habe mich noch immer nicht gewaschen. Zachar? Zachar! Was denn? Ach du mein Gott. Ist alles zum Waschen bereit? Schon längst. Warum stehen Sie nicht auf? Warum sagst du denn nicht, dass alles vorbereitet ist? Ich wäre schon längst aufgestanden. Ich komme gleich. Ich muss noch etwas schreiben. Wenn Sie schreiben, so haben Sie auch die Güte, bei der Gelegenheit die Rechnungen durchzusehen. Sie müssen bezahlt werden. Welche Rechnungen? Was muss bezahlt werden? Der Fleischer, der Gemüsehändler, die Wäscherin, der Bäcker. Alle wollen Geld. Warum gibst du mir denn die Rechnungen nicht nach und nach, sondern alle auf einmal? Sie haben mich ja immer damit fortgejagt. Ich sollte am nächsten Tag kommen. Und kann man es nicht auch heute auf morgen verschieben? Nein. Alle bestehen darauf und lassen nicht mehr anschreiben. Heute ist der Erste. Leg alles auf den Tisch. Ich werde gleich aufstehen. Mich waschen und sie durchsehen. Ich habe vergessen, Ihnen zu sagen, vorhin, als Sie noch geschlafen haben, hat der Hausherr den Hausbesorger geschickt. Er sagt, dass wir ausziehen müssen. Die Wohnung ist vergeben. Wenn sie vergeben ist, werden wir natürlich ausziehen. Warum lässt du mir keine Ruhe? Du redest schon das dritte Mal davon. Man lässt auch mir keine Ruhe. Sag, dass wir die Wohnung räumen werden. Wir räumen die Wohnung, wenn es wärmer wird. So in 3 Wochen. Der Hausherr lässt ausrichten, dass in 2 Wochen die Arbeiter kommen und alles niederreißen. Er sagt, ziehen Sie morgen aus oder übermorgen. Aber das ist doch zu schnell, morgen, übermorgen.
Du musst sagen, dass wir schon lange hier wohnen und pünktlich zahlen. Ja, das habe ich schon getan. Was hat man dir gesagt? Sehen Sie aus. Wir müssen die Wohnung ändern. Sie wollen aus der Doktorwohnung nebenan und aus unserer zur Hochzeit des Hausherrnsohnes eine große Wohnung machen. Ach du mein Gott, es gibt noch solche Esel, die heiraten. Sie sollten an den Hausherrn schreiben, gnädiger Herr. Dann würde er Sie vielleicht in Ruhe lassen und zuerst die andere Wohnung niederreißen. Nun gut, wenn ich aufgestanden bin, werde ich schreiben. Nichts. Gar nichts kannst du mir abnehmen. Jetzt muss ich mich auch noch darum kümmern. Geh in dein Zimmer, ich werde nachdenken. Zachar ging und Oblomow begann nachzudenken. Ach, mein Gott, das Leben, es lässt einen nicht los. Das Läuten der Türglocke riss ihn jedoch jäh aus seinen Gedanken. Da kommt schon jemand. Und ich bin noch nicht aufgestanden. Was für eine Schande. Wer kommt denn nur so früh? Er blieb liegen und blickte neugierig zur Tür. Herein kam ein junger, 25-jähriger Mann, der von Gesundheit strotzte. Ah, guten Tag, Volkov. Guten Tag, Oblomow. Er war tadellos frisiert und gut gekleidet. Nicht zu nah. Nur nicht zu nah. Sie kommen aus der Kälte. Sie sind noch nicht aufgestanden. Was tragen Sie da für einen Morgenanzug? Solche trägt man schon längst nicht mehr. Das ist kein Morgenanzug. Das ist ein Schlafrock. Fühlen Sie sich nicht wohl? Gar nicht. Es geht mir schlecht. Und wie geht es Ihnen? Mir? Ich kann nicht klagen. Ich bin gesund und froh. Woher kommen Sie so früh? Vom Schneider. Schauen Sie, ob der Frack gut sitzt. Ausgezeichnet. Aber warum ist der hinten so breit? Das ist ein Reitfrack zum Ausreiten. Ja, reiten Sie denn? Aber gewiss. Ich habe mir den Frack extra für heute bestellt. Heute ist ja der 1. Mai. Ich reite zum Katharinenhof. Katharinenhof? Ach, Sie wissen nicht? Mischa Gorjunow wurde befördert. Darum feiern wir heute. So. Wie kommen Sie? Zu Fuß oder ist im Wagen? Überhaupt nicht. Am 1. Mai nicht am Katharinenhof sein, aber Ilja Iljitsch. Dort werden alle sein. Wieso alle? Ach, kommen Sie mit. Was soll ich dort anfangen? Und was haben Sie denn mit den Gorjunows? Ach, soll ich es Ihnen sagen? Jetzt sagen Sie es. Sie dürfen es aber niemandem erzählen. Ehrenwort? Ehrenwort? Ich bin in Lydia verliebt. Bravo. Mein Lieber, sie soll sehr nett sein. Und schon lange? Ach, schon über 3 Wochen. Ach ja, ich muss noch Kamelien kaufen. Lassen Sie das. Bleiben Sie zum Mittagessen. Wir plaudern miteinander. Ich habe ein 2-faches Unglück. Ich kann nicht. Heute ist Jour bei Musinskis. Mhm. Kommen Sie doch auch, ich stelle Sie vor. Nein, was soll ich dort anfangen? Aber ich bitte Sie, zu Musinskis kommt doch die halbe Stadt. Das ist ein Haus, in dem über alles gesprochen wird. Das ist ja das Langweilige, dass über alles gesprochen wird. Ist es Ihnen denn nicht lästig, Tag aus, Tag ein herumzulaufen? Lästig? Hm? Lustig ist es. Die Oper wird bald eröffnet. Es wird bald Sommer. Ich bin verliebt. Ich werde mit Lydia spazieren gehen, Boot fahren, Blumen pflücken. Ah, nun ist es aber Zeit. Adieu. Warten Sie, ich wollte mit Ihnen noch etwas Geschäftliches besprechen. Pardon, aber ich habe keine Zeit mehr. Adieu. Und Volkov verschwand. 10 Personen an einem Tag aufsuchen. Wo bleibt denn da der Mensch? In wie viel kleine Teile löst er sich auf? Und zerfällt er. Es ist sicher nicht übel, ins Theater zu gehen und sich in irgendeine Lydia zu verlieben. Sie ist hübsch. Es ist schön, mit ihr auf dem Lande Blumen zu pflücken und spazieren zu gehen, aber täglich so viele Besuche. Ein neues Läuten unterbrach seine Betrachtungen. Ein Herr in einem dunkelgrünen Frack mit Uniformknöpfen trat ein. Guten Tag. Guten Tag. Sudbinski, schaust du dich auch einmal nach deinem alten Kollegen um? Er hatte einen ruhigen und intelligenten Ausdruck in den Augen, ein müdes Gesicht
und ein nachdenkliches Lächeln. Komm nicht so nahe heran. Du bringst Kälte herein. Ilja Iljitsch, ich wollte ja schon lange zu dir, aber du weißt, welch teuflischen Dienst wir haben. Hier, schau, eine Aktentasche voll mit Berichten. Ich kann keinen Augenblick über mich verfügen. Gehst du erst jetzt ins Amt? Du pflegst es ja immer um 10 anzufangen. Jetzt fange ich immer um 12 an. Ah, ich verstehe. Du bist nun Bürochef. Schon lange? Seit Ostern. Aber es ist schrecklich viel zu tun. Von 8 bis 12 arbeite ich zu Hause, von 12 bis 5 in der Kanzlei und dann habe ich auch noch abends zu tun. Bin ich Bürochef. So. Gratuliere. Komm zu mir zum Essen. Wir werden auf deine Beförderung anstoßen. Ich bin eigentlich gekommen, um dich zu fragen, ob du nicht mit mir spazieren fahren willst. Ich würde dich abholen. Ich bin nicht ganz wohl. Ich kann nicht. Ich habe auch viel zu tun. Schade. Es ist so ein schöner Tag. Du arbeitest viel. Du mühst dich nur ab. Von 8 bis 12, von 12 bis 5 und dann noch zu Hause. Was sollte ich denn tun, wenn ich keinen Posten hätte? Man kann Verschiedenes tun. Lesen, schreiben. Ich tue ja nichts anderes als lesen und schreiben. Das ist etwas anderes. Du könntest deine Sachen drucken lassen. Es können nicht alle Schriftsteller sein. Du schreibst doch auch nicht. Außerdem brauche ich Geld. Ich heirate im Herbst. Was? Wirklich? Wen denn? Die Marschina. Weißt du noch, sie hat neben mir auf dem Lande gewohnt. Ist sie hübsch? Ja, sie ist sehr lieb. Wenn du willst, können wir zu ihr zum Mittagessen fahren. Nächste Woche vielleicht. Ja, nächste Woche. Ist sie eine gute Partie? Ja, der Vater ist Hofrat. Oh. Wir bekommen eine Amtswohnung und Geld. Man kann also leben. Ja, man kann. Und ob. Ich lade dich zu meiner Hochzeit natürlich ein. Aber nun, adieu. Ich habe mich verplaudert. Man wird mich im Amt schon vermissen. Bleib noch. Ich möchte mich mit dir beraten. Ich habe ein zweifaches Unglück. Nein, ich komme in den nächsten Tagen einmal vorbei. Ja, in den nächsten Tagen. Oblomow empfand friedliche Freude und war stolz darauf, keine Berichte erstatten und keine Akten schreiben zu müssen und seiner Fantasie und seinen Gefühlen freien Raum zu lassen. Er philosophierte vor sich hin und bemerkte nicht, dass neben ihm ein sehr schmächtiges, nachlässig gekleidetes Männchen stand. Guten Tag, Ilja Iljitsch. Ach, guten Tag, Penkin. Kommen Sie nicht zu nahe heran, Sie bringen Kälte herein. Ach, Sie Sonderling, Sie sind noch immer der unverbesserliche, sorglose Faulenzer. Ja, von wegen sorglos. Ich werde Ihnen gleich den Brief von meinem Gutsverwalter zeigen. Ich zerbreche mir in einem fort den Kopf und Sie sagen, ich hätte keine Sorgen. Woher kommen Sie? Aus der Buchhandlung. Ich wollte mich erkundigen, ob die neuen Journale erschienen sind. Haben Sie meinen Artikel gelesen? Nein. Ich schicke Ihnen den Artikel, lesen Sie ihn. Wieso lesen Sie denn nicht? Das ist ja unser tägliches Leben. Haben Sie viel zu tun? Ja, genügend. Ich schreibe wöchentlich 2 Artikel und Kritiken für die Zeitung. Jetzt habe ich eine Erzählung verfasst. Ich lese so wenig. Ich werde Ihnen meine Erzählung schicken. Aber jetzt muss ich in die Druckerei. Wissen Sie, warum ich zu Ihnen gekommen bin? Ich wollte Ihnen den Vorschlag unterbreiten, mit mir zum Katharinenhof zu fahren. Katharinenhof? Ich muss einen Artikel über den Korso schreiben. Sie könnten ihn mit mir gemeinsam beobachten. Das wäre unterhaltsamer. Kommen Sie mit. Nein, ich fürchte die Feuchtigkeit. Kommen Sie aber heute zum Mittagessen. Wir könnten einiges besprechen. Mir ist ein zweifaches Unglück passiert. Nein, ich kann leider nicht. Ich muss in die Redaktion. Wir haben Redaktionssitzung. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Penkin. Oblomow blickte Penkin nach und dann hinüber zum Tisch, auf dem das ausgetrocknete Tintenfass stand und keine Feder zu sehen war, und freute sich, dass er so sorglos wie ein neugeborenes Kind dalag. Aber da ertönte wieder die Klingel. Bei mir ist ja heute der reizte Besuchstag. Herein kam ein Mann von unbestimmtem Alter mit einem indifferenten Gesicht. Ah, das sind Sie, Alexejew. Kommen Sie nicht in meine Nähe, ich gebe Ihnen nicht die Hand. Sie bringen Kälte herein. Aber es ist ja gar nicht kalt. Ich komme, um Sie abzuholen, Ilja Iljitsch. Ja, wohin denn? Auf Tschinin lädt sie zum Mittagessen ein. Und dann fahren wir alle zusammen zum Katharinenhof. Und was wird man dort tun? Sie fragen. Heute ist doch Korso dort. Wissen Sie nicht? Heute ist der 1. Mai. Setzen Sie sich. Wir werden uns die
Sache überlegen. Nun stehen Sie doch auf. Ja. Es ist Zeit, sich anzukleiden. Soll ich Ihnen die Kleider geben lassen? Wieso die Kleider? Ich habe mich noch nicht gewaschen. Ja, dann waschen Sie sich. Alexejew begann pfeifend auf und ab zu gehen, um Oblomow beim Aufstehen und Waschen nicht zu stören. So vergingen 10 Minuten. Was ist denn mit Ihnen? Was soll denn sein? Sie liegen ja noch immer. Muss ich denn aufstehen? Aber gewiss, man erwartet uns. Sie wollten ja mitkommen. Ich wollte nirgendwohin mitkommen. Also, was ist los? Ziehen Sie sich an oder bleiben Sie so? Ich habe ganz vergessen, ich kann ja gar nicht mitfahren. Tarantjew kommt zum Essen. Heute ist ja Samstag. Wenn das so ist, gut. Wie Sie wollen. Habe ich Ihnen noch nichts von meinen Angelegenheiten erzählt? Von welchen Angelegenheiten? Wissen Sie, warum ich so lange nicht aufgestanden bin? Ich bin immer dagelegen und habe nachgedacht, wie ich diese Verlegenheit loswerde. Welche Verlegenheit? Ein zweifaches Unglück. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Worum handelt es sich? Man will mich aus der Wohnung jagen. Denken Sie sich, ich soll umziehen. Das Einpacken, die Schere rein. Es ist schon schrecklich genug, nur daran zu denken. Ich wohne doch nun schon seit 8 Jahren in diesem Haus. Der Hausherr hat ausrichten lassen, räumen Sie schnell die Wohnung. Und auch noch dazu schnell? Ja. Es bleibt Ihnen also nichts anderes übrig? Ja, die Wohnung ist noch das Wenigste. Schauen Sie einmal, was mir der Gutsverwalter schreibt. Ich werde Ihnen den Brief zeigen. Sacha! Ach du himmlische Jungfrau, wann endlich wird mich Gott zu sich rufen? Hast du den Brief gefunden? Was weiß ich, welchen Brief Sie brauchen? Ich kann ja nicht lesen. Sie haben gestern irgendeinen Brief gelesen und dann habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich erinnere mich sehr gut, dass du ihn irgendwo hingelegt hast. Dabei schüttelte Oblomow die Decke. Der Brief fiel aus den Falten auf den Fußboden. Hier ist er ja. Immer schieben Sie alles auf mich. Nun, geh. Geh! Geehrter Herr, euer Wohlgeboren, unser Vater und Ernährer Ilja Iljitsch, ich berichte, dass auf deinem Gut, du unser Ernährer, alles in Ordnung ist. Wir haben aber schon seit 5 Wochen keinen Regen. Der Herrgott zürnt uns wohl, da er uns keinen Regen sendet. Die Sommersaaten sind wie vom Feuer verbrannt. Die Abgaben sind im großen Rückstand. Wir werden dir, du unser Väterchen und Wohltäter, in diesem Jahr um 2000 weniger schicken. 2000? Als im vergangenen Jahr. Dein ergebener Gutsverwalter. Hier, ich selbst. Nun, Alexej, was sagen Sie dazu? Er schickt mir 2000er weniger. Wie viel bleibt denn dann? Wie soll ich damit auskommen? Ich muss Stolz fragen, wenn er kommt. Ja, das ist wirklich ein großer Schaden. 2000er sind kein Kinderspiel. Wenn wenigstens Stolz bald zurückkommen würde. Er hat mir geschrieben, dass er bald wieder hier sein wird. Stolz hätte mir bereits alles geordnet. Nun gut. Man muss etwas tun und das muss sehr bald geschehen. Man darf nicht lange zögern. Erstens... Da ertönt ein lautes Läuten im Vorzimmer, sodass Oblomow und Alexejew zusammenfuhren. Jemand zu Hause? Wo sollte man um diese Zeit sonst sein? Es kam ein 40-jähriger Mann herein. Guten Tag, Landsmann. Was liegst du denn noch wie ein Stück Holz da? Mit stämmigem Nacken, großen Glotzaugen und dicken Lippen. Komm nicht heran, nur nicht zu nah. Du bringst Kälte mit. Ach, was bildest du dir ein, Kälte da? Nimm meine Hand, wenn man sie dir reicht. Es ist bald 12 Uhr und er liegt immer noch herum. Ich wollte soeben aufstehen. Ja, ich weiß schon, du wolltest eben aufstehen. Du wärst sicher bis zum Mittagessen liegen geblieben. Ach, Sie sind auch da. Ich habe Sie gar nicht bemerkt. Weshalb sind Sie hier? Ihr Verwandter ist ein solches Schwein. Ich wollte Ihnen das immer schon mal sagen. Was für ein Verwandter? Ich habe gar keinen Verwandten. Nach dieser...
Wer ist es denn gleich, dieser, er heißt Afanassjew. Wieso soll das nicht Ihr Verwandter sein? Der ist doch Ihr Verwandter, oder? Ich bin doch nicht Afanassjew. Ich bin Alexejew. Ich habe keinen Verwandten. Er ist nicht Ihr Verwandter, das schaut Ihnen aber ähnlich. Und das ist ein Schwein, sage ich Ihnen. Sagen Sie ihm das, wenn Sie ihn sehen, ja? Ich kenne ihn nicht und ich habe ihn noch nie gesehen. Ich habe in meinem Leben noch nie ein solches Schwein gesehen, wie Ihr Verwandter es ist. Gib mir eine Zigarre, Landsmann. Hm? Die Zigarren liegen dort in der Schachtel. Oblomow saß sinnend träge auf dem Sofa, ohne zu sehen, was vorging und ohne zu hören, was gesprochen wurde. Er blickte seine kleinen weißen Hände liebevoll an und streichelte sie. Ja, aber das sind ja immer noch dieselben. Ja, es sind immer noch dieselben. Ich hab dir doch gesagt, du sollst ausländische kaufen. Also schau zu, dass nächsten Samstag welche da sind, sonst komme ich längere Zeit nicht mehr her. Du bist heute früher als sonst gekommen, Michail Andreevich. Ja, absichtlich, um zu erfahren, was es zu Mittag gibt. Frag in der Küche nach. Hast du Madeira gekauft? Ich weiß nicht, du musst Sachar fragen. Ach. Gib mir Geld. Ich habe noch einen Weg und dann bringe ich eine Flasche mit. Madeira kostet 7 Rubel. Hier, hast du 10. Ja, ich komme dann um 5 wieder. Übrigens, willst du nicht einen Wagen mieten und zum Katharinenhof fahren? Du könntest mich mitnehmen. Nein. Nein? Bist du zu faul oder ist es dir um das Geld leid? Na, vorläufig, adieu. Warte, warte. Was ist denn? Ich muss mich mit dir beraten. Aber schnell, ich habe keine Zeit, Ilja Iljitsch. Ich hatte ein doppeltes Malheur getroffen. Man will mich aus der Wohnung jagen. Ja, man will die Wohnung umbauen. Lass uns das später besprechen. Wohin willst du? Ich soll in einer Woche ausziehen. Soll ich dein Ratgeber sein? Was soll ich tun? Lass beim Essen Champagner servieren und deine Angelegenheit wird erledigt. Was soll das denn? Du bist es nicht wert, dass man dir einen Rat gibt. Das Beste ist, du fragst diesen da. Da. Oder seinen Verwandten. Jetzt lass es gut sein und sprich. Also. Du ziehst noch morgen aus, du übersiedelst in das Haus meiner Gevatterin auf der Wyborger Seite. So. Dort ist es öde und langweilig und niemand kommt hin. Sie hat ihr eigenes Haus mit einem großen Gemüsegarten. Sie ist eine vornehme Frau, eine Witwe mit 2 Kindern. Mit ihr zusammen lebt ihr lediger Bruder. Der hat einen ganz anderen Verstand als dieser da in der Ecke. Bitte? Na. Ich werde nicht dorthin ziehen. Du, wenn du um Rat bittest, dann musst du doch darauf hören, was man dir sagt, ja? Ich werde nicht ausziehen. Was gefällt dir denn hier so gut? Hier habe ich alles in der Nähe. Die Geschäfte, ja. Das Theater, ja. Die Bekannten, das Stadtzentrum, ja. Alles. Ja. Wie lange ist es her, dass du im Theater warst? Zu welchen Bekannten gehst du? Da. Wozu brauchst du das Stadtzentrum? Was zahlst du hier? 1.500. So, und dort brauchst du für das ganze Haus nur 1.000 Rubel zu bezahlen. Was das für helle und hübsche Zimmer sind. Warum soll ich denn jetzt so plötzlich übersiedeln? Es wird alles erledigt. Ich fahre jetzt gleich zu meiner Gevatterin. Wart. Was? Wart. Was ist denn? Ich habe eine noch wichtigere Angelegenheit. Sacha, wo bleibt der Brief? Hier ist der Brief, Ilja Iljitsch. Oblomow las Tarantjew den Brief laut vor. Sag mir jetzt, was ich tun soll. Lass auch noch Portwein holen, dann sag ich es dir. Oblomow nahm noch einen Rubel heraus und steckte ihn Tarantjew zu. Dein Herr Gutsverwalter ist ein Schwindler. Das ist alles gelogen. Rückstände. Warum hat er denn nicht aufgepasst und hat alles vernachlässigt? Woher sind denn die Rückstände? So ein Dieb. Was soll ich denn mit ihm machen? Ihn sofort absetzen. Und wen an seiner Stelle einsetzen? Ich kenne ja die Bauern nicht. Ich war schon seit 12 Jahren nicht mehr dort. Du musst selbst hinfahren. Verbring den Sommer dort und komm im Herbst direkt in die neue Wohnung. Ich werde anordnen, dass sie bis dahin fertig ist. Eine neue Wohnung. Allein aufs Gut fahren. Ich hätte an deiner Stelle das Gut schon längst verpachtet. Weißt du, Michail Andreevich, fahr doch du hinüber. Ja, du kennst die Gegend. Ich würde mit dem Reisegeld nicht geizen. Ich bin es nicht mehr gewohnt, mit den Bauern umzugehen. Was soll ich dann tun? Schreib dem Kreisrichter und bitte ihn, bei Gelegenheit auf dein Gut zu kommen und nach dem Rechten zu sehen. Und bitte auch die Nachbarn darum. Wann geht die Post dorthin ab? Übermorgen. Und dann setz dich also hin und schreibe. Sofort. Das kann ich auch morgen tun. Du bist ein Faulpelz. Du wirst zugrunde gehen, Bruder Ilja Iljitsch. Und das für nichts und wieder nichts. Wenn Andrei nur bald zurückkommen würde, er würde alles in Ordnung bringen.
Hast du dir mit diesem André Stolz für einen Wohltäter ausgesucht hast? Einen verfluchten Deutschen, einen durchtriebenen... Ich bin mit ihm aufgewachsen. Bin mit ihm zur Schule gegangen. Und dulde solche Schimpfworte nicht über ihn. Du solltest in Stolz meinen Freund ehren und dich über ihn vorsichtiger ausdrücken. Ja, man hat mit vielen zusammen gelernt. Wenn er hier wäre, hätte mich schon längst von all diesen Scherereien befreit. Wenn dich dein Deutscher ausgeraubt haben wird, dann wirst du wissen, ob man einen Landsmann durch irgendeinen deutschen Gauner austauscht. Lassen wir das. Geh, in Gottes Namen. Ich werde mit Iwan Alexejitsch die Briefe schreiben. Nun, adieu. Und zum Teufel mit euch allen. Vergiss nicht, Ilja Iljitsch, ich miete für dich die Wohnung. Hörst du? Nun gut. Und du schreibst unterdessen alles, wie es sich gehört. Und um 5 Uhr, Sahar, um 5 Uhr soll die Suppe am Tisch stehen, ja? Als Tarantjew fort war, herrschte im Zimmer 10 Minuten lang absolute Stille. Oblomow war durch den Brief des Gutsverwalters und den bevorstehenden Umzug verstimmt und außerdem durch Tarantjews Geschwätz ermüdet. Endlich seufzte er auf. Ja. Warum schreiben Sie denn nicht? Ja. Ich werde schreiben. Und Sie werden es am Nachmittag ins Reine bringen. Aber gewiss. Ich werde unterdessen ausrichten, dass man nicht auf uns warten soll, um zum Katharinenhof zu fahren. Adieu, Ilja Iljitsch. Doch Oblomow hörte nichts. Er versank mit trauriger Miene halb in Schlummer und halb in seine Gedanken. Nachdem Sahar Alexejew hinausgelassen hatte, sah er durch den Türspalt in Oblomows Zimmer. Ilja Iljitsch lag auf dem Sofa und stützte seinen Kopf auf die Handfläche. Es ist Zeit, dass Sie sich waschen und den Brief schreiben. Ja, du hast recht. Es ist wirklich Zeit. Gleich. Gleich, geh nur. Ich werde noch nachdenken. Sie sollten dem Hausherrn jetzt gleich schreiben. Du glaubst, schreiben ist wie Holzhacken. 1, 2, 3. Da. Es ist ja nicht einmal Tinte im Fass. Wie soll man da schreiben? Und ich glaube, es ist auch gar kein Papier da. Nirgendwo ein Papier. Du kümmerst dich um gar nichts. Weshalb ist kein Papier da? Papier, Papier. Da ist Papier, bitte sehr. Das soll Papier sein? Kann man denn darauf schreiben? Aber ja, gib her, ich schreibe das Konzept. Und Alexejew schreibt es dann ins Reine. Euer Wohlgeboren, dass Sie mir mitgeteilt haben, dass die von mir gemietete Wohnung... Das ist ungeschickt ausgedrückt. Was zum Teufel mit diesem Brief? Ich bin es nicht mehr gewohnt, Geschäftsbriefe zu schreiben. Außerdem ist es schon 2 Uhr. Also lass mich jetzt mit der Wohnung in Ruhe. Und was hast du da? Die Rechnungen. Ach du mein Gott. Du quälst mich zu Tode. Nun, wie viel macht das? Sag es schnell. 205 Rubel und 72 Kopeken. Geben Sie mir das Geld. Morgen. Ich werde morgen nachrechnen. Wie Sie wollen, Ilja Iljitsch. Ja. Aber man verlangt das Geld. Wenn ich sage morgen, dann bekommst du es auch morgen. Geh in dein Zimmer. Ich habe zu tun. Ich habe größere Sorgen. Ilja Iljitsch wollte sich gerade in seine Gedanken versenken, als es klingelte. Doktor! Ein kleiner Mann mit Bäuchlein trat ein. Was hört Sie denn zu mir? Es dauerte mir zu lange, bis Sie mich einmal brauchen, deshalb komme ich von mir aus. Ich war oben bei Ihrem Nachbarn und wollte nun nachsehen, wie es Ihnen geht. Danke. Was ist mit dem Nachbarn? Ich gebe ihm noch 3, 4 Wochen. Dann wahrscheinlich Wasser in der Lunge. Wie geht es Ihnen? Schlecht, Doktor. Ich hatte schon daran gedacht, Sie um Rat zu fragen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Der Magen arbeitet fast gar nicht. Ich fühle einen Druck unterm Herzen. Ich habe Sodbrennen. Ich atme schwer. Geben Sie mir Ihre Hand. Husten Sie. Leiden Sie an Herzklopfen? Haben Sie Kopfschmerzen?
Wenn Sie noch 2-3 Jahre in diesem Klima leben, immer nur liegen, fettes und schwer verdauliches essen, dann werden Sie an Schlagfluss sterben. Was soll ich denn tun? Helfen Sie mir, um Gottes Willen. Reisen Sie ins Ausland. Ins Ausland? Ja, warum denn nicht? Was hindert Sie daran? Alles. Haben Sie denn kein Geld? Ja, es liegt auch am Geld. Schauen Sie einmal, was mir mein Verwalter schreibt. Daha! Daha! Wo ist der Brief? Gut, gut, das geht mich nichts an. Sie müssen Ihr Leben ändern. Den Ort, die Luft, alles, alles. Fahren Sie nach Kissingen oder nach Ems. Machen Sie im Juni und Juli eine Trinkkur. Vermeiden Sie Sorgen und andere Unannehmlichkeiten. Wenn das alles so leicht wäre. Mieten Sie eine Villa im Süden, schaffen Sie sich viele Blumen an, hören Sie Musik, treffen Sie Frauen. Und was soll ich essen? Kein Fleisch, überhaupt keine tierische Nahrung. Essen Sie eine leichte Bouillon mit Gemüse. Vielleicht sollten Sie ans Meer? Gut. Gut, Doktor. Ich werde all das befolgen. Der Doktor ging und ließ Oblomow in einem jammervollen Zustand zurück. Er schloss die Augen und verfiel wieder in seine Gedanken. Ilja Ilitsch! Was soll ich denn unternehmen? Was denn? Da wegen dem Ausziehen. Ach, jetzt fängst du wieder damit an. Was soll ich denn tun, Väterchen? Du willst mich anscheinend umbringen. Ich habe dir verboten, auch nur ein Wörtchen vom Umzug zu sagen. Ich habe mir gedacht, Herr, warum wir denn eigentlich nicht umziehen sollen. Und hast du dir das genau überlegt, was das heißt? Umziehen. Nein, das habe ich mir nicht überlegt. Siehst du, man muss aufpassen, dass nichts verloren geht oder zerschlagen wird. Die eine Hälfte ist hier, die andere bereits in der neuen Wohnung. Man will sich niedersetzen, weiß aber nicht wohin. Wenn man etwas angreift, macht man sich schmutzig, alles ist staubig. Man kann sich nicht waschen und muss mit schmutzigen Händen herumgehen, wie du sie hast. Ich habe saubere Hände hier. Sehen Sie? Und wenn man trinken will, ist kein Glas da. Und in der neuen Wohnung wird man tagelang nicht fertig. Man glaubt, dass die Scherereien ein Ende haben. Und man hat noch mehr als 2 Wochen zu tun. Und dann noch die Ausgaben. Die Ausgaben. Ja, vor 8 Jahren waren es 200 Rubel. Ich erinnere mich noch ganz genau. Nun, ist das vielleicht ein Spaß? Und man gewöhnt sich auch an die neue Wohnung nicht so bald. Siehst du jetzt selbst ein, wozu du deinen Herrn bringen wolltest? Ich sehe es ein, Ilja Ilitsch. Es ist 3. Es bleiben nur noch 2 Stunden bis zum Essen. Was kann man in 2 Stunden erledigen? Gar nichts. Ich habe noch so viel zu tun. Ich werde also den Brief bis zur nächsten Post verschieben. Ich lege mich ein wenig hin, ich bin ganz ermattet. Lass die Stores herab und schließe die Türen. Ja. Ich werde vielleicht 1 Stunde lang schlafen, wecke mich um 4:30. Halb fünf. Zahar begann, seinen Herrn von der Umwelt abzuschirmen. Er deckte ihn fest zu, ließ die Stores herab, schloss alle Türen fest ab und ging in sein Zimmer. Ilja Iljitsch legte sich auf den Rücken, schlief aber nicht gleich ein. Er dachte und wurde ganz aufgeregt. Ein doppeltes Unglück auf einmal. Ich habe mich noch nicht einmal gewaschen, das geht doch nicht. Ich habe weder dem Gouverneur noch dem Kreisrichter geschrieben. Ich habe einen Brief an den Hausherrn angefangen und ihn nicht zu Ende geschrieben. Ich habe die Rechnungen nicht durchgesehen. Der ganze Morgen ist verloren gegangen. Und der andere? Würde der alles getan haben? Was ist denn das, der andere? Ich habe doch früher kompliziertere Sachen als Briefe geschrieben. Und
Was ist es denn für eine Kunst, umzuziehen? Man braucht nur zu wollen. Ich möchte auch irgendetwas tun. Das ist mein Schicksal. Was soll ich denn tun? Um 2000 weniger. Es wäre aber interessant, warum ich so bin. Ja. Warum? Nach 4 Uhr trat Zachar an die Tür, die in Oblomows Zimmer führte, und lauschte. Es war ein gleichmäßiges Schnarchen zu hören. Ilja Iljitsch! Ilja Iljitsch! Stehen Sie auf, es ist 16:30. Stehen Sie doch auf! Was ist das für eine Schande? Wer ist hier? Ich bin es. Stehen Sie auf. Geh weg. Was willst du? Sie haben mir befohlen, Sie aufzuwecken. Oh, ja, ich weiß. Du hast deine Pflicht erfüllt. Nun geh, das Übrige geht dich nichts mehr an. Gehe nicht fort. So, rühr mich nicht an und tu mir den Gefallen. Stör mich nicht. Ja, danach werden Sie mit mir schimpfen, weil ich Sie nicht ordentlich geweckt habe. Lass mich doch nur einen Augenblick lang noch schlafen. Was ist schon so ein Augenblick? Stehen Sie auf. Lass mich in Ruhe. Ich habe dir befohlen, mich aufzuwecken. Jetzt hebe ich diesen Befehl wieder auf. Hörst du? Ich werde selbst auf. Wachen, sobald es mir beliebt. Stehen Sie auf! Aufstehen! Oblomow sprang plötzlich unvermutet auf und stürzte sich auf Zachar. Ich werde dich lehren, den Herrn zu stören, wenn er schlafen will. Zachar rannte so schnell er konnte weg. Doch beim dritten Schritt blieb Oblomow stehen, begann zu gähnen und streckte sich. Gib mir Quas. Im selben Moment war aus dem Vorzimmer ein helles Gelächter zu hören. Stolz! Andrei Iwanitsch! Andrei Iwanitsch! Stolz! Oblomows Freund und engster Vertrauter war von schlanker, großer Erscheinung und einem angenehmen Äußeren, wodurch er sogar auf die schüchternsten Frauen wirkte. Er war zur Hälfte, dem Vater nach, Deutscher. Seine Mutter war Russin, von der er auch Russisch gelernt hatte. Deutsch hatte er vom Vater gelernt und sich aus Büchern angeeignet. Auch er war, wie Oblomow, schon über 30. Er war im Staatsdienst gewesen, war dann ausgetreten, hatte sich eigenen Geschäften gewidmet und es zu Haus und Geld gebracht. Er war an einer Exportgesellschaft mitbeteiligt, doch hatte er die Auslandskontakte über, weil er immer sehr viel unterwegs war. Guten Tag, ja. Wie freue ich mich, dich zu sehen. Nun, wie geht es dir? Gut? Oh, nein. Mir geht es schlecht, Bruder Andrei. Auch gesundheitlich. Bist du denn krank? Die Gerstenkörner quälen mich so. Und sonst nichts? Ich leide an Sodbrennen. Der Doktor sagte, gehen Sie ins Ausland, sonst bekommen Sie einen Schlagfluss. Nun, was tust du? Ich fahre nicht. Warum denn nicht? Es ist ein doppeltes Unglück geschehen. Was denn? Ich werde dir vorlesen, was mein Gutsverwalter schreibt. Wo ist der Brief? Zachar! Zachar fand den Brief, stolz überflog ihn. Dein Verwalter ist ein Gauner und Schuft. Fahr hin und du wirst an Ort und Stelle sehen, was zu tun ist. Wenn da nicht mein zweites Unglück wäre. Welches denn? Man jagt mich aus der Wohnung. Wieso? Man sagt, ich soll ausziehen. Sonst nichts. Fällt es dir denn so schwer, aus der Wohnung auszuziehen? Aber etwas anderes, Bruder. Gib mir Briefpapier, ich muss etwas aufschreiben. Zachar, gib Papier her, Andrei Iwanowitsch braucht welches. Wir haben keines. Ich habe ja schon vorhin gesucht. Nun, so gib mir wenigstens eine Visitenkarte. Ich habe längst keine mehr. Was ist denn mit dir? Sag einmal, gehst du nicht aus? Wo verkehrst du, wen siehst du? Ich sitze meistens zu Hause. Bekommst du Besuch? Ja, Tarantjew und Alexejew. Vor kurzem war der Doktor hier, dann auch Sudbinski, Bolkow. Liest du Zeitung? Journale? Nein. Die Schrift ist zu klein, man verdirbt sich nur die Augen. Außerdem ist es auch gar nicht notwendig. Das Neueste wird einem auch so zugetragen. Aber ich bitte dich, Ilja, du musst deinen Dauerschlaf abschütteln. Du musst wach werden. Ich habe das früher versucht und es ist mir nicht gelungen.
Und jetzt? Wozu? Ach, ich glaube, du bist auch zum Leben zu faul. Du hast wohl recht, André. Ich bin zu faul dazu. Ach, Ilja. Ilja, nein, ich lasse dich nicht in diesem Zustand. Du wirst sehen, in einer Woche wirst du dich nicht wiedererkennen. Abends werde ich dir meinen genauen Plan mitteilen. Und jetzt zieh dich an. Wohin soll ich? Ich bitte dich, gleich kommen Tarantjew und Alexejew zum Mittagessen. Dann wollten wir... Sacha! Was wünschen Sie? Sacha, hilf deinem Herrn beim Ankleiden. Trage meine Koffer in den Salon, ich werde bei euch übernachten. Ja. Ilja, wir werden irgendwo Mittag essen. Dann fahren wir aus. Aber du kommst so plötzlich damit. Warte, lass mich erst überlegen. Ich bin ja nicht rasiert. Du brauchst nichts überlegen, wir werden dich unterwegs rasieren lassen. Und wenn Tarantjew kommt, so sag ihm, Sacha, dass wir immer auswärts zu Mittag essen. Ja. Und dass Ilja Ilitsch den ganzen Sommer auswärts speisen wird. Dass er dann im Herbst sehr viel zu erledigen ja. haben wird. Und dass er ihn wohl kaum wird empfangen können. Und was befehlen Sie, mit dem Mittagessen anzufangen? Iss es mit irgendjemandem auf und lass es dir gut schmecken. Zu Befehl, gnädiger. Sie fuhren aufs Land und trafen dort eine große Gesellschaft, sodass Oblomow aus seiner vollkommenen Isolation plötzlich in eine Menschenmenge gestoßen wurde. Sie kehrten spät in der Nacht zurück. Das wiederholte sich auch am zweiten und dritten Tage und eine ganze Woche verflog unmerklich. Oblomow protestierte, klagte, stritt, wurde aber mitgerissen und begleitete seinen Freund überall hin. Eines Tages lehnte er sich mit besonderer Energie gegen diese turbulenten Unternehmungen auf. Nein, nein, das ist kein Leben! Nun, so sag mir, wie würdest du dein Leben einrichten? Nun, erzähle, wie denn? Wie? Ja, wie? Vor allem würde ich aufs Gut fahren. Was hindert dich denn daran? Ich würde nicht allein, sondern mit meiner Frau hinfahren. Ach, so ist die Sache. Ja. Nun, nur zu. Worauf wartest du denn? Noch 3-4 Jahre und ich nehme keine mehr. Was soll man tun? Es ist mir wohl beschieden. Und mein Vermögen erlaubt es mir auch nicht. Aber ich bitte dich, Oblomowka, 300 Seelen. Ist das denn genug, um mit einer Frau zu leben? Was braucht man, um zu zweit zu leben? Und wenn Kinder kommen? Du wirst die Kinder so erziehen, dass sie selbstständig werden. Das heißt nur so, zu zweit. In Wirklichkeit aber kommen, sobald man verheiratet ist, von allen Seiten allerlei Frauen ins Haus. Wie soll man wohl mit 300 Seelen ein solches Haus führen? Nun gut. Wir nehmen an, man hätte dir noch 300.000 geschenkt. Was würdest du dann tun? Ich würde in mein neues, schön eingerichtetes Haus fahren. In der Nachbarschaft würden angenehme Menschen leben. Du zum Beispiel. Aber du kannst ja nicht an einem Ort bleiben. Und du würdest immer dort bleiben? Und nirgends hinfahren? Nirgendwo hin. Nun gut, um dich herum leben liebe Nachbarn. Ja. Was ist dann weiter? Wie würdest du deine Tage verbringen? Ja, also, ich würde des Morgens aufstehen. Während ich warte, bis meine Frau erwacht, würde ich den Morgenrock anziehen und in den Garten gehen, um die Morgenluft einzuatmen. Ich pflücke einen Strauß Blumen und bringe ihn meiner Frau, die mich bereits erwartet. Ich bade mich. Der Tee ist fertig, sagt meine Frau, dann gibt mir einen Kuss. Welch ein Kuss, welch ein Tee. Ich setze mich in einen bequemen Sessel an den Tisch. Darauf steht bereits Zwieback und Butter. Und dann? Dann ziehe ich meinen Rock an, nehme meine Frau um die Taille und wir gehen langsam, schweigend oder laut denkend spazieren. Wir zählen die Augenblicke des Glücks wie unseren Pulsschlag. Du bist ja ein wahrer Dichter, Ilja. Ja, ein Dichter des Lebens, denn das Leben ist Poesie. In der Küche sind unterdessen alle Hände voll beschäftigt. Dann kommen wir zurück. Ich lege mich auf das Sofa. Die Frau liest mir etwas vor. Wir debattieren. Jetzt kommen die Gäste. Zum Beispiel du mit deiner Frau. Wie? Du verheiratest mich? Natürlich.
Dann noch zwei, drei Freunde, immer dieselben. Wir setzen das Gespräch vom Vortag fort. Es wird gescherzt. Wir sind nachdenklich. Dann, wenn die Hitze nachlässt, würden wir mit einem Wagen, mit Samovar und Dessert aufs Feld hinausfahren. Uns ins frisch gemähte Gras setzen und fröhlich sein und schwelgen. Bei Einbruch der Dunkelheit wieder heimkehren, zu Abendessen Musik hören. Die Gäste würden sich hernach in die Seitengebäude und Pavillons zurückziehen. Und am nächsten Morgen geht jeder seines Weges. Und immer dasselbe? Ja, bis zum Grabe. Das ist das Leben. Nein, das ist nicht das Leben. Was ist es dann, deiner Meinung nach? Das ist eine Oblomoverei. Oblomoverei? Oblomoverei? Worin besteht denn deiner Ansicht nach das Lebensideal? Nicht in der Oblomoverei? Streben denn nicht alle nach dem, wovon ich träume? Alle streben doch nach Ruhe und Stille. Nicht alle. Und auch du hast vor 10 Jahren im Leben nach etwas anderem gesucht. Wonach habe ich denn gesucht? Denke nach und erinnere dich. Wo sind deine Bücher und deine Übersetzungen? Ach, hat sie irgendwo hingesteckt. Sie liegen in irgendeiner Ecke. In der Ecke. Und ja, in derselben Ecke liegen auch deine Vorsätze zu arbeiten, solange die Kräfte ausreichen. Denn Russland braucht Hände und Köpfe. Das waren deine eigenen Worte. Das ganze Leben ist Denken und Arbeiten. Das sagtest du damals. In welcher Ecke liegt das alles nun? Schütt mich nicht, Andrei. Sondern hilf mir wirklich. Ich weiß und begreife alles, habe aber keine Kraft und keinen Willen. Gib mir deinen Willen und deinen Verstand und führe mich, wohin du willst. Ich werde dir vielleicht folgen, aber allein führe ich mich nicht von der Stelle. Du sagst die Wahrheit, jetzt oder nie. Noch ein Jahr und es ist zu spät. Ist denn das du, Ilja? Ich sehe einen schlanken, lebhaften Jungen vor mir. Warum nur ist das alles erloschen? Gott allein weiß, warum das alles in mir zugrunde gegangen ist. Ja, mein Leben hat bereits mit dem Erlöschen begonnen. Das ist seltsam, aber es ist so. Ich werde dich von hier wegbringen. Zuerst ins Ausland, dann ins Dorf. Du wirst ein wenig abnehmen, du wirst deine Krankheiten loswerden und dann finden wir eine Beschäftigung für dich. Ja, wir wollen irgendwo hinfahren. Morgen werden wir ein Gesuch um einen ausländischen Pass für dich einreichen und werden dann unsere Reisevorbereitungen treffen. So plötzlich? Lass mir Zeit, mir das zu überlegen und mich vorzubereiten. Vielleicht in 3 Monaten? Ich muss das doch alles erst ordnen. Das ist Oblomoverei. Oblomoverei. Jetzt oder nie. Denke daran. Andrei Iwanitsch Stolz nahm dabei die Kerze, wünschte eine gute Nacht, schloss die Tür hinter sich und ging schlafen. Schon 14 Tage später reiste Stolz nach England, nachdem er Oblomow das Ehrenwort abgenommen hatte, nachzukommen. Oblomow besaß bereits einen gültigen Pass, aber er reiste weder nach einem noch nach 3 Monaten seinem Freund Stolz nach. Es war schon August. Stolz war längst in Paris, schrieb ihm wütende Briefe, erhielt aber keine Antwort. Oblomow wohnte jetzt auf dem Lande, ein paar Werst von Petersburg entfernt. Stolz hatte Oblomow vor seiner Abreise mit Olga Sergejewna, einer ihm lieben Freundin und deren Tante, bekannt gemacht, übergab ihn ihre Obhut und bat sie, auf ihn aufzupassen und daran zu hindern, immer nur zu Hause herumzusitzen. Stolz hatte nicht voraussehen können, welch ein Feuerwerk er damit entfachen würde. Olga und Oblomow aber noch weniger. Olga war, streng genommen, keine Schönheit. Hätte man sie aber in eine Statue verwandeln können, so wäre diese voll Grazie und Harmonie gewesen. Als Oblomow erfuhr, dass gegenüber von Olgas Datscha eine Wohnung frei wurde, mietete er diese, ohne sie gesehen zu haben. Er war von früh bis spät mit Olga zusammen,
las ihr vor, schickte ihr Blumen, ging mit ihr im Park spazieren oder flanierte mit ihr über die Allee. Haben Sie einen Brief von Stolz erhalten? Ja. Was schreibt er denn? Ich soll nach Paris kommen. Und, was tun Sie? Ich fahre. Wann? Jetzt gleich. Nein, morgen. Sobald ich alles zusammen habe. Warum so bald? Gefällt Ihnen die Landwohnung nicht, oder? Sagen Sie, warum Sie verreisen wollen. Ich fühle mich nicht ganz wohl. Etwas brennt in mir. Sie brach einen Fliederzweig und roch daran. Da riechen Sie, wie das duftet. Und da sind Maiglöckchen. Warten Sie, ich werde welche pflücken. Und lieben Sie Reseda? Nein, das riecht zu stark. Ich liebe weder Reseda noch Rosen. Ich liebe überhaupt keine Blumen. In der Natur geht es noch, aber in der Wohnung? Reisen Sie direkt nach Paris? Ja, Stolz wartet auf mich. Bringen Sie ihm einen Brief von mir mit. Geben Sie ihn mir aber heute noch, denn ich übersiedle morgen fort? In die Stadt. Morgen? Ja. Warum so schnell? Es ist fast, als ob Sie jemand forttreiben würde. Es ist doch so. Wer denn? Die Scham. Sie wundern sich, gewiss. Und zürnen. Ihre Augen blitzten vor Bestürzung auf und sie ließ die Blumen fallen. Ich will nach Hause. Gehen Sie um Gottes Willen nicht so weg. Olga Sergejewna, wenn Sie jetzt so weggehen, ohne mir zuzulächeln und mir freundschaftlich die Hand zu reichen, werde ich krank. Und warum? Ich fühle... Verzeihen Sie. Ich kann mit mir nicht fertig werden. Monsieur Oblomov, ich bin nicht böse. Verzeihe. Aber in Zukunft... Sie streckte ihm, ohne sich umzuwenden, nach rückwärts die Hand hin. Er erfasste sie und küsste die Handfläche. Sie drückte leicht ihre Hand gegen seine Lippen und verschwand. Er stand kurz wie versteinert, dann ging er die Allee zurück. Er kam zu den Maiglöckchen, die Olga verloren hatte, sah den Fliederzweig, den sie weggeworfen hatte. Er hob die Maiglöckchen und den Zweig auf und lief durch die Allee. Zu Hause schrieb er in den Staub am Tisch mit großen Buchstaben: Olga. Olga liebt mich. In ihr ist ein Gefühl für mich erwacht. Ist denn das möglich? Nein. Nein, das ist unmöglich. Mich lieben. Mich. Mit dem komischen Aussehen. Mit dem schläfrigen Blick. Sie macht sich nur lustig über mich. Ein Diener von Olgas Tante kam, um ihn zum Mittagessen einzuladen. Und plötzlich war ihm so froh und leicht ums Herz. Er lief hinüber. Sie liebt mich doch. Aber wenn es alles nur List und Tücke ist. Und überhaupt, wie komme ich darauf, dass sie mich liebt? Sie hat es mir nicht gesagt. Olga, die ihm entgegenkam, streckte ihm mit einem fröhlichen Lächeln die Hand hin. Was haben Sie da? Einen Fliederzweig. Woher haben Sie ihn? Sie haben ihn vorhin weggeworfen. Warum haben Sie ihn aufgehoben? Das sage ich nicht. Sagen Sie es, bitte. Um nichts in der Welt. Ich flehe Sie an. Sagen Sie es. Nein. Nein. Ich bringe es nicht über meine Lippen. Kommen Sie.
Meine Tante wartet. Sie schritt voraus, ließ ihn bei der Tante zurück und ging geradewegs in ihr Zimmer. Er verbrachte die folgende Zeit in Gesellschaft von Olgas Tante, einer sehr klugen, standesbewussten Frau. Oblomows häufige Anwesenheit im Haus hatte weder irgendwelche Fragen noch besondere Beachtung von Seiten der Tante hervorgerufen. Oblomow wartete mit Ungeduld auf Olgas Kommen, aber sie kam erst zum Mittagessen und er konnte sich bei ihrem Anblick nicht genug wundern, er erkannte sie kaum. Sie sah ihn an, als würde sie ihn schon kennen und so, als ob er ihr gar nichts bedeuten würde. Oblomow nahm noch vor dem Tee seinen Hut und verabschiedete sich. Er ging einige Tage nicht zu Olga, las nicht, schrieb nicht, saß nur zu Hause herum. Heute Morgen bin ich dem Fräulein begegnet. Welchem Fräulein? Ja, welchem schon? Olga Sergejewna. Nun? Nun, sie lässt sie grüßen und hat gefragt, ob sie wohl auf sind und was sie machen. Was? Was hast du denn geantwortet? Ich habe gesagt, dass sie wohl auf sind. Und was hat sie noch gefragt? Sie hat gefragt, was sie dieser Tage gemacht haben. Und was hast du geantwortet? Dass sie nichts tun und immer nur liegen. Geh hinaus! Wenn du es noch einmal wagst, über mich solche Dummheiten zu erzählen, da erlebst du was. Soll ich vielleicht auf meine alten Tage lügen? Hinaus! Ich habe gesagt, dass sie auf die Büborger Seite übersiedeln wollen. Sachar ging und seufzte so, dass es durch das ganze Wohnzimmer tönte. Oblomow begann, seinen Tee zu trinken. Und kaum wollte er es sich bequemer machen, als Sachar erneut ins Zimmer trat. Das Fräulein hat noch gebeten, sie möchten in diesen... Wie heißt er doch gleich? Kommen. Warum hast du mir das nicht gleich vorhin gesagt? Sie haben mir ja befohlen, hinauszugehen und haben mich nicht ausreden lassen. Ach, du richtest mich noch zugrunde. Wohin soll ich kommen? In diesen... Wie heißt er denn? In den Garten. Ja, so wird's sein. In den Park. Ja, ja, in den Park. Er soll hinkommen, wenn er will. Ich werde dort sein, hat sie gesagt. Oblomow lief den ganzen Park auf und ab. Dann ging er durch die Allee und traf sie dort auf einer Bank, nicht weit von der Stelle, wo sie den Zweig abgebrochen und weggeworfen hatte. Was geht mit mir vor? Soll ich es sagen? Ja. Sie sind verliebt. Ja, natürlich. Und Sie? Verliebt? Nein. Ich kenne das nicht und fürchte es. Ich liebe sie. Lieben? Aber lieben kann man ja auch die Mutter, den Vater, die Kinderfrau, sogar ein Hündchen. Ich bin in sie verliebt, Olga. Und sage, dass es ohne Verliebtsein keine eigentliche Liebe geben kann. Ich weiß nicht, ob ich in sie verliebt bin. Ich weiß nur, dass ich weder den Vater noch die Mutter noch die Kinderfrau so geliebt habe. Fühlen Sie etwas Besonderes? Ich liebe anders. Ich langweile mich ohne sie. Es schmerzt mich schon, sie nur für kurze Zeit zu verlassen. Ich habe ein für alle Mal gesehen und gespürt, dass sie mich lieben. Wenn sie sterben würden, würde ich ewig Trauer tragen und würde nie wieder lächeln. Für mich ist die Liebe dasselbe wie das Leben. Und das Leben... Was ist das Leben, Ihrer Meinung nach? Das Leben ist eine Pflicht. Folglich ist auch die Liebe eine Pflicht. Mir ist, als hätte Gott sie mir gesandt. Also, das ist Ihre Ansicht nach die Liebe? Ja. Und ich glaube, genügend Kraft zu haben, um das ganze Leben lang zu lieben. Und worin besteht für Sie das Glück der Liebe? Worin? Darin. Würde es mir denn nicht jetzt wehtun, wenn Sie fortgingen? Werde ich denn morgen früh nicht nach Ihnen schicken? Verzeihen Sie mir meine Zweifel, Olga. Jetzt, wo Sie bei mir sind, bin ich beruhigt. Wenn Sie aber nicht da sind, beginnt das qualvolle Spiel der Zweifel und Fragen und ich muss wieder zu Ihnen eilen und Sie sehen, um es zu glauben. Was ist das? Aber ich glaube Ihnen. Was ist das? Warum sollten Sie denn nicht glauben? Vor Ihnen steht ein Wahnsinniger,
der voll von Leidenschaft ist. Und wenn ein oder zwei Tage vergehen, ohne dass ich von Ihnen »Ich liebe Sie« höre, dann beginnt es in meinem Herzen zu toben. Ich liebe Sie. Ich liebe Sie. Ich liebe Sie. Nun haben Sie einen Vorrat für 3 Tage. Am nächsten Tag stand Oblomow bleich und düster auf. Auf seinem Gesicht waren die Spuren einer schlaflosen Nacht zu lesen. Das Selbstbewusstsein, der frische, belebte Blick, alles war verschwunden. Er trank träge Tee, rührte kein einziges Buch an, sondern rauchte nachdenklich eine Zigarre an und setzte sich auf das Sofa und begann zu grübeln. Man kann nicht so leben, wie man will. Es ist klar. Man kommt in ein Chaos von Widersprüchen, die kein Menschenverstand, wie tief und kühn er auch sein mag, lösen kann. Gestern hat man etwas gewünscht, strebt heute leidenschaftlich bis zur Ermattung zum Gewünschten hin und errötet übermorgen, weil man gewünscht hat. Man verwünscht das Leben, weil der Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Das Leben. Die Pflicht. Ich werde Olga nicht mehr sehen. Mein Gott, du hast mir die Augen geöffnet und mich auf meine Pflicht hingewiesen. Ich werde ihr schreiben. Es wird sie wundern, Olga Sergejewna, statt meiner diesen Brief zu sehen. Sie werden verstehen, dass ich nicht anders handeln konnte. Wir haben einander so plötzlich und schnell liebgewonnen, als ob wir beide plötzlich erkrankt wären. Und das hat mich daran gehindert, früher zur Besinnung zu kommen. Sie lieben mich nicht und können mich nicht lieben. Hören Sie auf mich und glauben Sie mir. Ich liebe, ich liebe, ich liebe, haben Sie gestern gesagt. Nein, 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 antworte ich überzeugt. Sie lieben mich nicht. Ich hätte Ihnen gleich zu Beginn streng sagen sollen, Sie haben sich geirrt. Vor Ihnen steht nicht derjenige, den Sie erwartet und von dem Sie geträumt haben. Mich tröstet in meiner tiefen Trauer der Gedanke, dass diese kurze Episode unseres Lebens in mir für immer eine so reine, schöne Erinnerung zurücklassen hat, dass sie allein ausreichen wird, mich nicht in den früheren Schlaf der Seele zurücksinken zu lassen. Und Ihnen wird sie, ohne Ihnen zu schaden, als Leitfaden in Ihrer künftigen Liebe dienen. Leben Sie wohl, Sie Engel, fliegen Sie schnell fort, wie ein erschreckter Vogel vom Zweige fortfliegt, auf den er sich irrtümlich gesetzt hat, ebenso leicht, frisch und luftig wie er. Oblomow schrieb voll Begeisterung, die Feder flog über die Seiten hin. Seine Augen leuchteten, seine Wangen glühten. Er las nochmals den Brief, legte ihn zusammen und versiegelte ihn. Zachar! Zachar! Was gibt's denn? Wenn die Bedienstete von Olga Sergejewna kommt, gib ihr diesen Brief für das Fräulein mit. Mhm. Zu Befehl. Oblomow war tatsächlich fast fröhlich geworden. Sein Herz und sein Kopf arbeiteten, er lebte. Er stellte sich vor, wie Olga den Brief erhalten, wie sie erstaunen, was für ein Gesicht sie beim Lesen machen würde. Er lauschte mit Herzklopfen über eine halbe Stunde, ob die Bediente Olgas kommen würde. Olga Sergejewnas Stubenmädchen kam und als Oblomow sie hörte, lief er selbst hinaus. Was willst du, Katja? Das Fräulein lässt fragen, ob Sie weggefahren sind. Aber Sie sind ja gar nicht weggefahren. Sie sind ja zu Hause. Ich werde es dem Fräulein melden. Ja, ich bin zu Hause. Gut. Wo ist denn das Fräulein jetzt? Das Fräulein ist ins Dorf gegangen und hat mir auszurichten befohlen, Sie möchten gegen 2 Uhr in den Garten kommen. Sie ging und Oblomow schlug die Richtung nach dem Dorfe ein. Er sah in der Ferne, wie Olga über den Hügel ging, wie Katja ihr den Brief gab. Oblomow wartete klopfenden Herzens darauf, dass sie an ihm vorüberkäme. Sie weint. Sie weint, oh Gott.
Olga ging langsam und wischte sich mit einem Tuch die Tränen ab. Olga? Olga? Sie weinen. Was nur habe ich angerichtet? Lassen Sie mich. Warum sind Sie hier? Was nur soll ich tun, damit Sie zu weinen aufhören? Sprechen Sie. Befehlen Sie, ich bin zu allem bereit. Lassen Sie mich. Dieser unglückselige Brief. Da, nehmen Sie ihn zurück. Tragen Sie ihn fort, damit ich nicht länger weinen muss, wenn ich ihn sehe. Olga, dieser Brief ist ein Beweis, wie teuer mir Ihr Glück ist. Ja, sehr, sehr teuer. Sie haben es mir wahrscheinlich nicht gegönnt, dass ich so ein stilles Glück genoss. Und Sie haben sich beeilt, dieses Glück zu trüben. Sage ich mich denn nicht deshalb von Ihnen los, weil ich Ihr Glück in der Zukunft sehe und mich ihm opfere? Wenn Sie wirklich davon überzeugt wären, dass wir uns trennen müssen, dann würden Sie ins Ausland reisen, ohne mich wieder gesehen zu haben. Welch ein Gedanke! Gestern haben Sie mein Ich liebe dich verlangt. Heute wollen Sie meine Tränen sehen und morgen werden Sie vielleicht zu sehen wünschen, wie ich sterbe. Was soll ich denn jetzt tun? Soll ich um Verzeihung bitten? Die Morgenlichtspaziergänge, die Abende, der Park, mein Ich-Liebe, ist das alles nichts mehr wert? Das ist undankbar. Das ist keine Liebe, das ist... Egoismus? Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Leben Sie wohl, Ilja Iljitsch, und seien Sie ruhig und still. Darin besteht ja Ihr Glück. Olga, nein! Um Gottes Willen, nein, jagen Sie mich jetzt, da alles klar geworden ist, nicht fort. Wovor fürchten Sie sich? Glauben Sie denn ernstlich daran, dass man zu lieben aufhören kann? Olga, lassen Sie alles, wie es gestern war. Ich werde mich vor keinen Irrtümern mehr fürchten. Ja? Nun, wenn Sie nicht sprechen wollen, so... Geben Sie mir irgendein Zeichen, einen Fliederzweig. Der Flieder ist schon vorüber. Verblüht und verwelkt. Welk, verblüht. Auch der Brief ist verwelkt. Der Brief war ja ganz unnötig. Das ist nicht wahr. Er war notwendig. Warum? Weil in Ihrem Brief, wie in einem Spiegel, Ihre ganze Zärtlichkeit... Ihre Vorsicht, Ihre Sorge um mich, Ihr reines Gewissen zu sehen sind. Olga. Alles, was Andrej Iwanowitsch mir über Sie gesagt hat, was ich lieb gewonnen habe, um dessen Willen ich Ihre Trägheit und Apathie vergesse. Sehen Sie, ich weiß, wofür ich Sie liebe und fürchte mich vor keinem Irrtum. Ich habe mich nicht in Ihnen geirrt. Olga, Sie sind die beste aller Frauen, um Gottes Willen. Einen einzigen Kuss als Pfand des unbeschreiblichen Glücks. Nein, nie, niemals. Kommen Sie nicht näher. Sie wandte sich langsam um und ging, indem sie ängstlich über die Schulter zu ihm hinüberschielte. Er folgte langsam wie ein Hündchen. Sie wollte ihren Schritt beschleunigen. Als sie aber sein Gesicht sah, unterdrückte sie ein Lächeln und ging langsamer. Je weiter sie ging, desto ruhiger atmete sie. Dann blieb sie stehen, warf ihm einen verschämten, freundlichen Blick zu, fasste seine beiden Hände und legte sie auf ihr Herz. Fühlen Sie, wie es klopft. Sie haben mich erschreckt. Lassen Sie mich. Sie wandte sich, ohne ihn anzublicken, um und lief über den Weg hin, indem sie das Kleid vorne ein wenig aufhob. Er blieb stehen und blickte ihr lange nach, wie einem fortfliegenden Engel. Was ist das? Und auch die Liebe. Die Liebe. Und auch in der Liebe gibt es keine Ruhe. Auch sie verändert sich immer, bewegt sich immer und immer. Was wird morgen sein? Er ging sinnend und träge nach Hause. Zu Hause fand Oblomow einen Brief von Stolz vor, der mit den Worten »Jetzt oder nie« begann und damit auch schloss. Sei nicht unbeweglich. Komme zu mir in die Schweiz und danach reisen wir beide gemeinsam nach Italien. Wenn du damit nicht einverstanden bist, so fahre auf dein Gut, regle deine Angelegenheiten, rüttle die Bauern aus ihrer Trägheit auf und kontrolliere deine Einkünfte. Denke an unsere Abmachung.
Jetzt oder nie. Jetzt, jetzt, jetzt. André weiß nicht, welch ein Poem sich in meinem Leben abspielt. Was soll ich noch arbeiten? Kann ich denn jemals durch irgendetwas anderes so beschäftigt sein? Der Sommer hatte seinen Höhepunkt erreicht. Es war Ende Juli. Das Wetter war herrlich. Oblomow trennte sich fast gar nicht mehr von Olga. Doch der Sommer verging. Die Morgen und Abende wurden dunkel und feucht. Nicht nur der Flieder, sondern auch die Linden waren verblüht. Oblomow quälte sich, schwieg aber. Er konnte sich nicht entschließen, Olga seine Zweifel mitzuteilen. Er wollte diese ruhige, wolkenlose Welt nicht trüben. Er fragte sich, ob ihre beiderseitige Liebe, diese Rendezvous allein im Park, manchmal spät in der Nacht nicht ein Fehler und Irrtum waren. Ich habe einen Kuss verlangt. Und das ist ja, nach dem Moralkodex, kein unbedeutendes, verzeihliches Vergehen, sondern ein Kriminalverbrechen. Es gehen ihm ja viele Stufen voran. Der Händedruck, das Geständnis, der Brief. Wir haben das alles durchgemacht. Und doch sind meine Absichten ehrlich. Was habe ich getan? Wer bin ich? Ich bin ein Wüstling. Ich bin ein Verführer. Oh mein Gott, wie weit es mit mir gekommen ist. Da ist der Abgrund. Und auch Olga schwebt darüber. Warum? Warum? Meine ganze Liebe ist ein Verbrechen. Ein Schandmal, das auf meinem Gewissen lastet. Es muss ein gesetzliches Ende nehmen. Ich brauche Olga nur die Hand mit dem Ring hinzustrecken. Ja, ja. Und ein verschämt bejahender Blick wird ihre Antwort sein. Und dann wird ihr Blick sich mit Tränen füllen. Er lief zum Haus, um Olga zu suchen. Man sagte ihm, dass sie fortgegangen sei. Er eilte ins Dorf. Sie war nicht da. Dann erblickte er sie in der Ferne, wie sie gleich einem dem Himmel entgegenschwebenden Engel den Berg hinanstieg. So leicht stützte sich ihr Fuß, so anmutig wiegte sich ihre Gestalt. Er folgte ihr. Sie traten in den Park. Höre, ich wollte sagen... Was? Nun sag... Es ist nichts. Ein Unsinn. Sag es. Ich habe dir nur sagen wollen, dass ich dich so liebe, dass... Nun, was willst du sagen? Dass ich dir gegenüber Schuld habe und schon seit langer Zeit. Worin besteht deine Schuld? Weißt du, wir sehen uns heimlich. Heimlich? Warum heimlich? Ich sage es meiner Tante fast jedes Mal. Was gibt es noch? Ich dachte, dass wir uns seltener treffen sollten. Aber weshalb? Was wird man sagen, wenn man es erfährt? Wenn sich das verbreitet? Wer soll denn etwas sagen? Ich habe keine Eltern mehr. Die anderen alle. Du hast wahrscheinlich recht. Wir sind zu weit gegangen und finden jetzt keinen Ausweg mehr. Wir müssen uns schnell trennen und die Spuren der Vergangenheit beseitigen. Leb wohl. Olga, ich bitte dich um Gottes Willen. Sie sagte nichts und ging. Olga! Olga Sergejewna! Sie wandte sich nicht um und ging weiter. Um Gottes Willen, kehre um! Man muss ja auch einen Kriminellen ausreden lassen. So sind eben die Frauen. Er setzte sich auf die nächste Bank und bedeckte seine Augen mit beiden Händen. Er hob den Kopf. Olga stand vor ihm. Er ergriff freudig ihre Hand. Du bist nicht fortgegangen. Du gehst nicht. Denke daran, dass ich sterbe, wenn du fortgehst. Ich werde fortgehen und nicht mehr zurückkommen, wenn du wieder mit mir spielst. Dir gefielen früher einmal meine Tränen. Jetzt willst du mich vielleicht zu deinen Füßen sehen und mich nach und nach zur Sklavin machen. Vergessen Sie nicht, Ilja Iljitsch,
dass ich, seitdem ich sie kenne, um vieles reifer wurde und weiß, wie das Spiel, das sie mit mir treiben, heißt. Meine Tränen werden sie aber nicht mehr sehen. Ach, mein Gott, ich spiele nicht. Umso schlimmer für sie. Ich weiß nicht, was sie im Sinn haben. Um alles in dieser Welt, lass dieses Sie. Dein stolzer Blick tötet mich. Jedes Wort lässt mich erstarren. Du bist verrückt. Jetzt kann ich weder sprechen noch denken. Werde meine Frau. Reiche mir deine Hand. Sie schwieg, legte ihm die Hand auf die Schulter, blickte ihn lange an, umfasste ihn leidenschaftlich und küsste ihn. Oblomow strahlte, als er nach Hause ging, und so betrat er sein Zimmer. Doch plötzlich verschwand das Strahlen und seine Augen blieben in unangenehmer Überraschung an einer Stelle haften. In seinem Sessel saß Tarantjew. Wie lange soll man denn noch auf dich warten? Wo treibst du dich herum? Auch dein alter Teufel ist ganz außer Rand und Band. Ich verlange einen Imbiss, er sagt, es ist nichts da. Hat mir nicht mal einen Wodka angeboten. Ich war spazieren. Tarantjew hatte Oblomow gleichsam vom Himmel in den Sumpf gezerrt. Der einzige Gedanke, der Oblomow beschäftigte, war, wie er Tarantjew loswerden konnte. Warum schaust du dich gar nicht nach der Wohnung um, Landsmann? Das ist jetzt nicht mehr nötig. Ich ziehe nicht dorthin. Was? Wieso ziehst du nicht hin? Du hast die Wohnung gemietet und ziehst nicht ein? Und der Vertrag? Was für ein Vertrag? Hast du schon vergessen, dass du einen Vertrag auf ein Jahr unterschrieben hast? Gib mir die 800 Rubel und dann geh, wohin du willst. 4 Interessenten haben die Wohnung angeschaut und wollten sie mieten. Man hat sie alle abgewiesen. Oblomow erinnerte sich erst jetzt, dass Tarantjew ihm am Tage des Umzuges aufs Land ein Papier gebracht hatte, das er in Eile, ohne es zu lesen, unterschrieben hatte. Ich brauche aber keine Wohnung. Ich reise ins Ausland. Ins Ausland? Mit diesem Deutschen, ja? Aber das ist doch nichts für dich. Warum nicht? Ich habe schon einen Pass. Ich habe auch einen Reisekoffer gekauft. Du wirst nicht reisen. Gib mir das Geld für das halbe Jahr lieber gleich im Vorhinein. Ich habe kein Geld. Beschaff dir welches. Der Bruder meiner Gevatterin, Iwan Matwejewitsch, der liebt keine Scherze. Ich habe für dich gezahlt, gib mir das Geld zurück. Woher hast du so viel Geld? Was geht dich das an? Gib das Geld her, deswegen bin ich gekommen. Ich werde dieser Tage die Wohnung einem anderen übergeben. Jetzt bin ich in Eile. Du findest in der ganzen Stadt keine bessere Wohnung. Du hast sie ja noch nicht einmal gesehen. Ich will sie ja auch gar nicht sehen. Wozu soll ich dorthin ziehen? Für mich ist sie viel zu weit weg. Zu weit weg wovon? Vom Zentrum. Wozu brauchst du das denn? Um zu liegen, um zu schlafen? Jetzt gib das Geld her und dann scher dich zum Teufel. Ich komme dieser Tage in die Wohnung und werde mit der Hausbesitzerin sprechen. Mit der Gevatterin? Was versteht die schon? Nein, nein, sprich mit ihrem Bruder, dann wirst du was erleben. Nun gut, ich werde hinfahren und mit ihm sprechen. Oh, na, da kann man lange warten. Gib das Geld her. Ich habe keins. Zahl mir wenigstens das Mittagessen. Welches Mittagessen? Ich komme jetzt nicht mehr rechtzeitig in die Stadt. Hier ist alles teurer. Oblomow nahm schweigend einen Rubel heraus und warf ihn ihm zu und erwartete, Tarantjew würde jetzt fortgehen. Aber er ging nicht. Warum ziehst du nicht in die Wohnung ein? Hm? Es ist doch schon Herbst. Komm, schau sie dir doch an. Gut, gut. Dieser Tage. Und vergiss nicht, das Geld mitzubringen. Ja, ja. Man hat für dich die Fußböden, die Türen, die Plafonds, die Fenster, Türen, überhaupt alles gestrichen. Ja. Das kostet mehr als 100 Rubel. Ja, gut. So, wenn du in die Wohnung einziehst, dann wird dir Iwan Matwejewitsch alles besorgen. Das ist ein goldener Mensch. Nicht mit dem Deutschen da zu vergleichen. Es ist ein alter russischer Beamter. Der sitzt seit 30 Jahren auf demselben Sessel und leitet das ganze Büro nach seinem Willen. Hat auch Geld. Er erlaubt sich aber nicht mal eine Droschke zu nehmen. Das ist ein bescheidener Mensch. Der spricht so leise, dass man ihn kaum hört. Der treibt sich nicht im Ausland herum wie dieser... Tarantjew! Tarantjew glotzte Oblomow nach diesem Ausfall an und vergaß sogar darüber, beleidigt zu sein, dass Stolz ihm vorgezogen wurde. Wie du bist, Bruder. Wo nimmst du denn diese Courage her? Du bist heute so seltsam, Bruder. Sprich du nur mit Iwan Matwejewitsch und versuch es einmal, ihm nicht zu zahlen. Tarantjew ging und Oblomow setzte sich und bemühte sich, den unangenehmen Zwischenfall loszuwerden. Er stellte vor den Spiegel, richtete sich die Krawatte, lächelte lange und blickte seine Wange an, ob dort nicht eine Spur von Olgas heißem Kuss zu sehen war. Dann versank er in tiefes Sinnen.
Er fühlte, dass die Liebe zu einer Pflicht geworden war, dass sie Bestandteil des Lebens geworden war und die leuchtenden Farben zu verlieren und zu verblassen begannen. Aber die Heirat, die Hochzeit, das ist die Poesie des Lebens. Ich erzähle es allen, der ganzen Welt. Nein, zuerst der Tante. Ich schreibe es auch stolz, wie der sich wohl wundern wird. Dann werde ich vor Freude laut schreien, damit die ganze Welt es weiß und damit alle sagen, Oblomow ist glücklich, Oblomow heiratet. Er lief zu Olga hin. Sie hörte lächelnd seinen Träumereien zu. Als er aufsprang, um es der Tante mitzuteilen, runzelte sie so die Brauen, dass er Angst bekam. Niemand ein Wort davon. Es ist noch nicht an der Zeit. Wann ist es denn an der Zeit, wenn zwischen uns alles beschlossen ist? Ich wollte den ersten Schritt machen und zur Tante gehen. Das ist der letzte Schritt. Welches ist denn der erste? Der erste ist, sich an die Behörde zu wenden. Du musst ja wohl irgendein Dokument haben. Ja, ich fahre morgen hin. Warum denn nicht heute? Heute? Heute ist ein besonderer Tag. Da will ich nicht von dir fortgehen, Olga. Nun gut, morgen. Und dann? Dann mit der Tante sprechen und ein Stolz schreiben. Nein, dann nach Oblomowka fahren. Aha. Andrei Iwanowitsch hat ja geschrieben, was auf dem Gut zu tun ist. Ja. Gibt es denn dort ein Haus? Nein, das alte ist ganz morsch und heruntergekommen. Man muss wohl hier eine Wohnung suchen. Das ist also der zweite Schritt. Unternimm zuerst diese beiden Schritte. Am nächsten Tag begab sich Oblomow auf die Wyburger Seite in seine neue Wohnung. Eine etwa 30 Jahre alte Frau öffnete ihm. Sie blickte Oblomow verlegen an und ließ ihn ein. Ich habe die Ehre, Frau Pschenizina? Ja. Sie wollen wahrscheinlich mit meinem Bruder sprechen. Er ist im Amt, er kommt nie vor 5 zurück. Nein, ich wollte Sie sprechen. Ich habe hier eine Wohnung gemietet und jetzt muss ich aus verschiedenen Gründen eine Wohnung in einem anderen Stadtteil suchen. Ich bin gekommen, um mit Ihnen darüber zu sprechen. Mein Bruder ist jetzt nicht da. Aber das Haus gehört doch Ihnen. Ja. Deshalb dachte ich, dass Sie über diese Angelegenheit selbst entscheiden können. Ja, aber mein Bruder ist nicht da. Er verfügt hier über alles. Die Hausfrau war sehr blass und hatte ein volles Gesicht. Ihre grauen Augen blickten ihn gutmütig an. Ihre Hände waren weiß, aber rau, mit hervortretenden großen blauen Knoten. Die ganze Wohnung war mit seinem Hab und Gut angefüllt. Alles war unordentlich durcheinander geworfen. Wo ist Ihr Bruder angestellt? In der Kanzlei. In welcher? Wo man die Bauern einträgt. Ich vergesse immer, wie sie heißt. Wohnen Sie hier allein mit Ihrem Bruder? Nein. Ich habe die beiden Kinder, die mein seliger Mann mir zurückgelassen hat, bei mir. Einen 8-jährigen Knaben und ein 6-jähriges Mädchen. Ja. Manchmal kommt die Schwägerin auf Besuch oder Michail Andrejitsch. Wie ruhig es bei Ihnen ist. Gehen Sie oft aus? Wir gehen wenig aus. Mein Bruder geht mit Michail Andrejitsch fischen. Sie kochen sich dann eine Fischsuppe. Wir sind meistens zu Hause. Wirklich? Immer zu Hause? Und machen Sie Besuche? Der Bruder. Aber ich gehe nur am Ostersonntag und zu Weihnachten zu den Verwandten meines Mannes. Zum Essen. Was soll ich meinem Bruder sagen, wenn er kommt? Wann ziehen Sie ein? Sie sollten morgen kommen und mit ihm sprechen. Ich kann morgen nicht. Richten Sie Ihrem Bruder aus, dass ich wegen eingetretener Umstände... Also übermorgen. Am Sonntag nach der Messe gibt es bei uns Schnaps und einen Imbiss. Auch Michail Andrejitsch kommt dann. Ich kann auch übermorgen nicht. Also ich werde dem Bruder sagen, dass Sie da waren. Ja, und sagen Sie ihm, dass ich wegen eingetretener Umstände die Wohnung nicht behalten kann und sie jemand anderem übergeben werde. Er möchte sich auch selbst... nach einem Mieter umsehen. Um diese Zeit kommt er sonst immer. Ich werde ihm sagen, dass Sie noch einmal kommen werden. Ja, ich komme in den nächsten Tagen. Ende August stellten sich Regentage ein. In den Datschas begannen die Schornsteine zu rauchen. Allmählich zogen die meisten zurück in ihre Stadtwohnungen. Nachdem auch in Olgas Haus die Fensterläden geschlossen wurden,
übersiedelte Oblomow in die Stadt auf die Wyburger Seite, wo er so lange wohnen wollte, bis er eine neue Wohnung gefunden hätte. Er fuhr 3 Tage lang zu Olga und aß dort zum Mittag unter dem Vorwand, in der neuen Wohnung noch nicht eingerichtet zu sein. Wollen wir es nicht der Tante sagen? A ma tante? Dann könnte ich bei euch bleiben. Und niemand kann dagegen etwas sagen. Warst du bei den Behörden? Ach, wenn du wüsstest, wie schwierig das ist. Und hast du mit dem Bruder der Hausfrau gesprochen und eine andere Wohnung gefunden? Er ist vormittags nie zu Hause. Und abends bin ich hier. Aber morgen spreche ich sicher mit ihm. Am Sonntag geht er nicht in die Kanzlei. Bevor das alles nicht erledigt ist, kann ich nicht mit Matant sprechen. Und wir dürfen nicht so oft beisammen sein. Ja. Das ist wahr. Iss bei uns am Sonntag zu Mittag. Das ist unser Besuchstag. Und komm dann vielleicht am Mittwoch allein. Außerdem könnten wir uns noch im Theater sehen. Er küsste ihr schweigend die Hand und nahm von ihr bis Sonntag Abschied. Sie blickte ihm traurig nach, setzte sich dann ans Klavier und gab sich ganz dem Spiel hin. Am nächsten Morgen stand Oblomow auf und zog den leichten Rock an, den er auf dem Land getragen hatte. Vom Schlafrock hatte er sich längst verabschiedet. Zachar brachte wie gewöhnlich seinem Herrn Kaffee und Brötchen zum Frühstück. Der Kaffee ist heute ausgezeichnet. Wer hat ihn gemacht? Die Hausfrau. Er ist wirklich ausgezeichnet. Danke ihr. Nebenan ist sie. Hier arbeitet sie immer. Oblomow sah durch die halb geöffnete Tür nur ihren Rücken, ihren Nacken, einen Teil ihres weißen Halses und ihren nackten Ellbogen. Wenn sie sich bückte, sah ihren reinen Unterrock, ihre reinen Strümpfe und die runden, dicken Beine. Sie lässt fragen, ob sie eine Pirogue wollen. Diese Pirogue kann ich mir schon vorstellen. Mit jungen Hühnern und frischen Pilzen. Von der Hausfrau selbst zubereitet. Nun, dann bring mir ein Stück. Nach 5 Minuten erschien aus dem Nebenzimmer ein nackter Arm. Die Hand hielt einen Teller, auf dem ein großes Piroggenstück dampfte. Oh, besten Dank. Wünschen Sie einen Schnaps? Ich trinke nicht, danke vielmals. Was für einen haben Sie denn? Unseren eigenen, selbstgemachten. Wenn Sie erlauben, werde ich ihn kosten. Die Hand erschien wieder mit einem Teller, darauf ein Gläschen Schnaps. Oblomow kostete. Besten Dank. Aber warum lassen Sie sich nicht anschauen, damit man Ihnen guten Morgen sagen kann? Ich bin noch im Morgenkleid. Ich ziehe mich erst jetzt an. Der Bruder kommt gleich von der Messe zurück. Ach, ja, da Sie Ihren Bruder erwähnen, erinnere ich mich, dass ich ihn sprechen wollte. Gut, ich werde es ihm sagen. Bisher hatte er noch nicht Gelegenheit gehabt, den Bruder kennenzulernen. Er sah nur manchmal vom Bett aus ganz früh des Morgens einen Mann mit einem großen Aktenbündel am Zaun vorüberhuschen. Um 5 Uhr kehrte derselbe Mann mit demselben Bündel zurück, huschte an den Fenstern vorbei und verschwand auf der Stiege. Der Bruder kam auf den Zehenspitzen in die Wohnung und beantwortete Oblomows Gruß mit einer dreifachen Verbeugung. Er war etwa 40 Jahre alt. Sie wollten mich sprechen? Ja. Wegen der Wohnung. Neu eingetretener Umstände wegen muss ich mir eine andere suchen und möchte diese aufgeben. Ende Sommer hatten sich viele die Wohnung angesehen. Jetzt ist es schwer, jemand anderen zu finden. Sie sollten aber nicht ausziehen. Sie werden es hier sehr bequem haben. Ich kann aber aus verschiedenen Gründen nicht hierbleiben. Ganz wie es beliebt. Wie ist es aber mit dem Vertrag, wenn Sie keinen Mieter finden? Sie werden uns entschädigen müssen. Das wird Sie in Unkosten stürzen. Wie viel verlangen Sie? Ich werde das gleich berechnen. Er brachte den Vertrag und das Rechenbrett. Die Wohnung kostet 800 Rubel. Wir haben 100 Anzahlung bekommen, macht also 700. Soll ich denn wirklich für das ganze Jahr zahlen, wenn ich kaum 14 Tage hier bin?
Da steht es im Vertrag, wenn Sie die Güte haben zu lesen. Im Falle, wenn ich, Oblomow, vor der Zeit die Wohnung verlasse, bin ich verpflichtet, dieselbe einer anderen Person unter den gleichen Bedingungen zu übergeben oder Frau Pschenizina durch das Bezahlen der Miete für das ganze Jahr bis zum 1. Juni des künftigen Jahres zu entschädigen. Was ist denn das? Sie haben selbst die Güte gehabt, dies zu unterschreiben. Da ist Ihre Unterschrift. 700 Rubel und 150 für den Stall und den Wagenschuppen. Ich bitte Sie, ich habe keine Pferde. Wozu brauche ich einen Stall und einen Wagenschuppen? Da steht es im Vertrag. Michail Andrejitsch hat gesagt, dass Sie sich Pferde anschaffen werden. Michail Andrejitsch lügt. Geben Sie mir den Vertrag. Hier ist die Kopie. Der Vertrag gehört meiner Schwester. Außerdem ist für den Gemüsegarten und die Verköstigung von Kraut, Rüben und anderem Gemüse für eine Person an die 250 Rubel zu rechnen. Ich weiß von nichts. Das steht alles im Vertrag. Da ist Ihre Unterschrift. Wie viel macht das alles? Außerdem noch 154 Rubel, 28 Kopeken für Außenmalen und Streichen. Das macht 1354 Rubel und 28 Kopeken. Wo soll ich das hernehmen? Ich habe kein Geld. Machen Sie sich keine Sorgen. Sie werden es hier bequem haben. Und was das Geld anbelangt, die Schwester wird warten. Ich werde es mir überlegen und versuchen, die Wohnung jemand anderem zu vermieten. Ganz wie es Ihnen beliebt. Ilja Iljitsch stand jeden Morgen gegen 9 Uhr auf und begann zu frühstücken. Der Kaffee war noch immer so schmackhaft, die Brötchen knusprig. Es herrschte eine ideale Stille. Manchmal kam Mascha, die Tochter der Hausfrau, zu ihm. Oder er rief den Sohn Wanja zu sich, ließ ihn vorlesen oder schreiben. Wenn die Kinder die Tür nicht schlossen, sah er den nackten Hals und die sich fortwährend bewegenden und vorbeihuschenden Ellenbogen und den Rücken der Hausfrau. Manchmal trat er an die Tür. Sie arbeiten immer zu. Sie werden sich ermüden. Ach, ich bin es gewohnt. Und was machen Sie, wenn Sie keine Arbeit haben? Es gibt immer welche. Und lesen Sie etwas? Haben Sie Bücher? Der Bruder hat welche, er liest sie aber nicht. Wir nehmen im Gasthaus Zeitung, dann liest der Bruder manchmal vor. Ruhen Sie sich denn nie aus? Bei Gott, niemals. Wie schön Ihre Arme sind. Man könnte sie sofort malen. Sie sollten heiraten. Die sind eine sehr gute Hausfrau. Wirklich? Wer heiratet mich schon mit den beiden Kindern? Oblomow langweilte sich sehr, wenn er an den festgesetzten Tagen Olga nicht sah, in ihren Augen nicht die gleiche unveränderte Liebe, Zärtlichkeit und Glück las. Je näher aber der Winter kam, desto seltener wurden ihre Zusammenkünfte unter vier Augen. Wenn er nach Hause kam, legte er sich auf das Sofa, schlief aber nicht, sondern träumte von Olga, stellte sich im Geiste sein Glück vor und blickte erregt in die Zukunft, die ihm ein friedliches, häusliches Leben versprach. Wenn er sich mit der Zukunft beschäftigte, blickte er manchmal unwillkürlich und manchmal aber auch absichtlich zur halb geöffneten Türe auf die regen Arme der Hausfrau. Eines Tages, als Ilja Iljitsch nachlässig auf dem Sofa lag, mit dem Pantoffel spielte, trat Sachar ins Zimmer. Haben Sie eine Wohnung gefunden? Nein. Warum? Ich habe noch nicht alles in Ordnung gebracht. Das Geschirr, die Kleider, die Koffer, alles liegt noch auf einem Haufen in der Kammer. Hey. Soll ich auspacken und alles ordnen? Ach, lass das noch. Ich erwarte eine Antwort vom Gut. Mhm. Die Hochzeit wird also erst nach Weihnachten sein. Welche Hochzeit? Na, Ihre. Sie heiraten ja. Ich? Und heiraten? Wen? Das Iljinskische Fräulein. Was sagst du da, du Unglücklicher? Wer hat dir diesen Gedanken eingegeben? Warum soll ich unglücklich sein? Mir geht es gut. Und wer? Die Bediensteten haben es mir schon vor dem Sommer zugesteckt. Und wer hat es ihnen gesagt? Ja, woher soll ich das wissen?
Das ist alles Unsinn. Lüge und Verleumdung, hörst du? Aber eine Hochzeit ist doch etwas ganz Gewöhnliches. Nicht nur sie, alle heiraten doch. Alle? Du möchtest mich immer mit anderen, mit allen vergleichen. Kann ich gehen? Nein. Warte. Du verbreitest falsche Gerüchte. Also, erfahre, warum sie falsch sind. Wo soll ich das Geld hernehmen? Du weißt, wie viel Geld ich habe. Wo und wie soll ich eine Wohnung bekommen? Ich muss hier 1.000 Rubel und für die andere 3.000 Rubel bezahlen. Was das alles kostet, die Einrichtung, dann ein Wagen, ein Koch, die Wirtschaft. Wo soll ich das alles hernehmen? Wie heiraten denn andere mit einem Gut mit 300 Seelen? Jetzt fängst du wieder mit den anderen an. Nimm dich ja in Acht. Weißt du, wie viel Oblomowka mir einbringt? Man muss eine Straße bauen, Schulen einrichten. Man kann dort nicht wohnen, es ist noch kein Haus da. Wie konntest du es wagen, solche sinnlosen Gerüchte über mich zu verbreiten? Nicht ich, die Dienstboten. Jetzt kein Wort mehr davon. Hörst du, und wenn dich einer fragt, so sage, dass das alles Unsinn ist. Und jetzt geh. Zu Befehl. Oh, Glück. Oh, Glück. Wie zerbrechlich und unverlässlich du doch bist. Der Schleier, der Kranz, die Liebe, die Liebe. Und wo ist das Geld? Wovon soll man leben? Auch dich muss man kaufen, oh Liebe. Dich, reines, natürliches Glück. Es ist nicht verblasst und verwelkt. Was soll nun werden? Von diesem Augenblick an verließen Oblomow die Träume und die Ruhe. Er schlief schlecht, aß wenig und betrachtete alles zerstreut und mürrisch. Er beschloss, Olga am Mittwoch nicht zu besuchen, sondern erst sonntags, wenn viele Leute da waren und es ihnen nicht gelingen konnte, unter vier Augen zu sprechen. 2 Tage später wurde ein Brief für Oblomow abgegeben. Ein Brief von Fräulein Ilinski. Woher weißt du das? Das kann nicht sein. Auf dem Land hat sie immer solche Briefe geschickt. Gib her. Na, gib schon. Da? Ich will nicht bis Mittwoch warten. Ich langweile mich, wenn ich sie so selten sehe. Und ich erwarte sie morgen um 3 Uhr im Sommergarten. Ich weiß nicht. Stolz müsste mich beraten. So wie er die lange Allee betreten hatte, sah er, wie sich eine verschleierte Frau von einer Bank erhob und ihm entgegenkam. Wieso bist du hier? Was hast du? Was sind das für Fragen? Ich wollte dich sehen, das ist alles. Warum schaust du so finster? Ich dachte, es gäbe für dich kein größeres Glück, als allein mit mir zu sein. Und schau, wie schön es hier ist. Die Blätter sind abgefallen. Die Sonne, die Neva. Es ist nicht gut, dass wir uns heimlich treffen. Du hintergehst deine Tante. Gehst heimlich von zu Hause fort. Kommst mit einem Mann unter 4 Augen zusammen. Wir wollen Ma Tante alles sagen. Sie soll uns morgen ihren Segen geben. Wozu diese Eile? Aber warst du es nicht, der mich vor 2 Wochen zur Eile getrieben hat? Ich habe damals nicht an die vielen Vorbereitungen gedacht. Warten wir wenigstens den Brief vom Gut ab. Hm? Wozu? Mit deiner Tante können wir nicht von der Liebe sprechen, sondern von solchen Dingen, auf die ich jetzt gar nicht vorbereitet bin. Gut. Ja. Wir werden mit ihr sprechen, sobald du den Brief bekommen hast. Aber inzwischen werden alle wissen, dass wir Braut und Bräutigam sind und wir werden uns täglich sehen. Alle haben es ja schon bemerkt. Man macht Andeutungen, man neckt mich. Ich habe das alles satt. Man macht Andeutungen? Welche Andeutungen? Komm morgen zu uns zum Essen. Am nächsten Morgen schauderte ihn bei dem Gedanken, dass er zu Olga fahren sollte. Er rasierte sich nicht, kleidete sich nicht an. Gegen 2 Uhr fragte die Hausfrau durch die Tür, ob er nicht etwas essen wolle. Man brachte ihm Käsekuchen und ein Gläschen Johannisbeerschnaps.
Als er nach dem Essen einzunicken begann, erschien Agafja Matwejewna mit zwei Bergen von Strümpfen. Das sind 55 Paare. Sie haben aber fast alle Löcher. Ich muss sie stopfen. Warum tun Sie das? Ich kann mir ja neue kaufen. Es wäre schade, sie wegzuwerfen. Sie sind eine großartige Hausfrau. Soll ich sie stopfen? Wenn Sie so gütig sind. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll. Dann habe ich noch Ihren Schlafrock aus der Kammer hervorgeholt. Man kann ihn ausbessern und waschen. Oh. Der Stoff ist noch gut. Ich trage ihn nicht mehr. Ich habe mir das abgewöhnt. Ich brauche ihn nicht mehr. Vielleicht ziehen Sie ihn doch einmal an. Zur Hochzeit? Sie lächelte dabei und schlug die Türe zu. Wie im Nu war sein Schlaf verflogen. Er spitzte die Ohren und riss die Augen auf. Auch sie weiß es. Alle wissen es. Der Mittwoch verging. Am Donnerstag bekam Oblomow mit der Post einen Brief von Olga, in dem sie ihn fragte, was geschehen sei, da er nicht gekommen war. Sie hätte den ganzen Abend geweint und eine schlaflose Nacht gehabt. Sie weint und schläft nicht. Oh Gott, warum liebt sie mich? Warum liebe ich sie? Warum sind wir einander begegnet? Das hat André verschuldet. Er hat uns beiden die Liebe eingeimpft, wie die Pocken. Was ist das für ein Leben? Nichts als Unruhe und Aufregung. Wann nur endlich kommen friedliches Glück und die Ruhe. Der nächste Sonntag war gekommen. Und Olga brachte es geschickt fertig, das ganze Mittagessen nach Oblomows Geschmack anzuordnen. Sie zog ein weißes Kleid an und frisierte sich, wie er es gerne sah. Es wurde 3, es wurde 4 Uhr und er war noch immer nicht da. Auch am Abend kam er nicht. Montag früh kam die Hausfrau in Oblomows Zimmer. Ein Mädchen wünscht sie zu sprechen. Mich? Das ist nicht möglich. Wo ist sie? Sie ist hier. Darf sie eintreten? Noch bevor Oblomow mit sich einig war, wozu er sich entschließen solle, stand Katja, Olgas Stubenmädchen, vor ihm. Die Hausfrau war aus dem Zimmer gegangen. Katja, was ist? Das Fräulein ist da. Sie lässt fragen... Das ist nicht wahr. Doch. Sie wartet in einem Mietwagen. Ich soll Ihnen sagen, Sie möchten Sachar irgendwo hinschicken. Sie wird in einer halben Stunde hier sein. Sie glaubt, dass Sie krank sind. Adieu. Oblomow zog mit ungewöhnlicher Geschwindigkeit Weste und Stiefel an. Sachar? Sachar? Ja, was ist schon wieder? Du hast mich neulich um Erlaubnis gefragt, einen Besuch zu machen. Also, geh jetzt. Ich will jetzt nicht. Geh und amüsier dich. Nein, ich bleibe heute den ganzen Tag zu Hause. Ich mache vielleicht am Sonntag einen Besuch. Nein, jetzt sofort. Warum denn so plötzlich? Dann geh 2 Stunden lang spazieren. Geh in die frische Luft. Frische Luft? Wohin soll ich denn jetzt bei dieser Kälte gehen? Du gehst jetzt. Sachar verschwand. Oblomow lauschte und wartete. Er hörte ein Geräusch an der Pforte und öffnete. Du bist gesund? Liegst nicht im Bett? Was ist mit dir? Es geht mir schon wieder besser. Die Halsentzündung ist fast ganz vorüber. Warum bist du gestern nicht gekommen? Ich frage dich, was hat es zu bedeuten, dass du dich nicht sehen lässt? Du warst nicht krank. Du hast keine Halsschmerzen gehabt. Nein. Du hast mich hintergangen. Ich werde dir alles erklären. Ein wichtiger Grund hat mich daran gehindert, während dieser 2 Wochen zu dir zu kommen. Und welcher? Der Klatsch und Tratsch. Olga, du weißt nicht, was in meinem Inneren vorgeht. Wie weit das Gerücht über uns beide vorgedrungen ist. Aber wir haben ja beschlossen, noch diese Woche mit Ort zu sprechen. Dann müssen diese Gerüchte verstummen. Und sind sie denn unbegründet? Es ist ja wahr. Ja, es ist wahr. Da steckt irgendetwas anderes dahinter. Bald werden wir aufhören, einander zu verstehen. Dann wird es schlimm.
Was hast du denn diese Tage getan? Bei dir ist es gar nicht schön. Dieser niedrige Raum. Die Fenster sind klein, die Tapeten alt. Wo sind denn deine anderen Zimmer? Er zeigte ihr voll Eifer die Wohnung, um der Frage, was er diese Tage getan hätte, zu entgehen. Was hast du während dieser 2 Wochen getan? Ich habe gelesen, geschrieben, an dich gedacht. Du hast weder gelesen noch geschrieben. Ich habe zu wenig Zeit gehabt. Du hast nach dem Essen geschlafen? Ja. Warum? Warum? Damit die Zeit vergeht. Du warst nicht bei mir, Olga. Das Leben ohne dich ist langweilig und unerträglich. Du hast mich hintergangen. Du lässt dich wieder gehen. Das ist keine Liebe. Du zweifelst an meiner Liebe? Olga, ich wiederhole dir, dass wenn du mit einem anderen glücklicher sein könntest, ich diesem, ohne zu murren, meine Rechte abtreten würde, dass ich freudig sterben würde, wenn es nötig wäre, für dich zu sterben. Niemand verlangt das. Es ist eine List, Opfer anzubieten, die unnötig und undurchführbar sind, um keine wirklichen Opfer bringen zu müssen. Ich atme, schaue, denke und fühle nur durch dich. Warum wunderst du dich denn, dass ich an den Tagen, an denen ich dich nicht sehe, einschlafe und versumpfe? Du bist mein Feuer und meine Kraft. Höre, Ilja, ich glaube an deine Liebe und an die Macht, die ich auf dich ausübe. Warum erschreckst du mich aber durch deine Unentschlossenheit und lässt mich dadurch zweifeln? Es sieht nicht so aus, als ob die Liebe, als ob ich dein Ziel wäre. Du allein! Mein Gott, welch ein Glück! Und du glaubst, dass es möglich ist, dich zu hintergehen? Nach einem solchen Erwachen wieder einzuschlafen, nicht zu einem Held zu werden? Du und Andrei, ihr werdet sehen, Olga. Olga, du bist schöner als alles auf der Welt. Du bist die beste Frau auf Erden. Er schmiegte sein Gesicht in ihre Hand und verstummte. Es ist Zeit für mich zu gehen. Sie reichte ihm die Hand und verließ stolz und ruhig die Wohnung. Oblomow schritt lange im Zimmer auf und ab. Er ging so, als schwebe er über der Erde, als flöge er, als trüge ihn jemand durch das Zimmer. Wie hässlich es hier tatsächlich ist. Und dieser Engel ist in den Sumpf herabgestiegen und hat ihn durch seine Anwesenheit geheiligt. Seine Augen leuchteten plötzlich auf. Er erblickte auf dem Fußboden einen winzigen Handschuh. Ein Pfand? Das ist ein Omen. Oblomow drückte den Handschuh an seine Lippen. Er hatte lang genug einsam gelebt. Jetzt hatte er einen Unterschlupf gefunden. Sein Leben hatte ein festes Ziel. Jetzt hatte er Licht und Wärme. Wie schön lebte es sich damit. Und sein Herz klopfte und klopfte. Als Oblomow tags darauf einen Brief seines Verwalters aus seinem Dorf vorfand und ihn las, schwebte er nicht mehr durch das Zimmer und gab sich nicht mehr den Träumen von Glück hin. Ich möchte Sie darum sehr bitten, die Vollmacht jemand anderem zu übergeben, denn ich habe so viel zu tun, dass ich Ihr Gut offen gestanden nicht, wie es sich gehört, beaufsichtigen kann. Es wäre besser, wenn Sie selbst herkämen und am allerbesten, wenn Sie ganz hierher übersiedeln würden. Bei der herrschenden Unordnung werden Sie wohl kaum über 3.000 bekommen. Das auch nur, wenn Sie selbst herkommen. Außerdem finden jetzt die Wahlen statt. Würden Sie sich nicht zum Kreisrichter wählen lassen wollen? Beeilen Sie sich. Ihr Haus ist in sehr schlechtem Zustande. Das ist ja eine Schande. Aber ich lasse mich davon nicht unterkriegen. Nein, ich lasse mich nicht unterkriegen. Und die Hochzeit ist vor einem Jahr nicht zu denken. Ja, in einem Jahr. Und nicht früher. Er dachte und dachte, dann schlug er sich mit der Hand an die Stirn und ging zur Hausfrau. Ist Ihr Bruder zu Hause? Ja. Aber er schläft schon. Also bitten Sie ihn, morgen zu mir zu kommen. Ich muss ihn sprechen. Am nächsten Morgen kam der Bruder in Oblomows Zimmer, setzte sich vorsichtig auf den Stuhl und wartete, was Ilja Iljitsch sagen würde. Ich habe von meinem Gut einen sehr unangenehmen Brief bekommen. Haben Sie die Güte, ihn zu lesen? Vollmacht übergeben.
Wenn sie selbst herkämen. Bauern ohne jede Zucht. Haus ist sehr schlecht. Man rät ihnen hinzufahren. Komm, sie müssen hinfahren. Hören Sie, ich weiß nicht, wie hoch die Abgaben sind, was ein reicher Bauer und ein armer Bauer ist. Ich weiß nicht, was in welchem Monat gesät und geschnitten wird und wie und wann verkauft wird. Ich weiß nicht, ob ich reich oder arm bin. Also raten Sie mir wie einem Kind. Wie kann ich das denn? Ich müsste alles wissen, sonst kann ich keinen Rat geben. Ein Gutsbesitzer muss sein Gut kennen und muss wissen, wie man damit umgeht. Man schreibt ihnen ja, dass sie sich wählen lassen sollen. Ja, das trifft sich ja gut. Sie könnten im Kreisgericht angestellt sein und könnten auch mit der Wirtschaft vertraut werden. Ich weiß nicht, was in einem Kreisgericht zu tun ist. Wenn Sie einen guten Sekretär haben, so brauchen Sie sich darum nicht zu kümmern. Sie brauchen nur zu unterzeichnen. Sie wissen ja, wie in einem Departement gearbeitet wird. Auch das weiß ich nicht. Das ist doch nicht möglich. Es ist möglich, Iwan Matwejewitsch. Hier haben Sie einen lebendigen Beweis, nämlich mich. Helfen Sie mir. Helfen Sie mir. Und nehmen Sie für Ihre Mühe, was Sie wollen. Ja, man könnte das alles einem sachkundigen Menschen übergeben und die Vollmacht auf seinen Namen umschreiben lassen. Ja, aber wo soll man einen solchen Menschen hernehmen? Ich habe einen Kollegen, Isai Fomitsch. Er ist ein tüchtiger, brauchbarer Mensch. Er stottert ein wenig. Er hat 3 Jahre lang ein großes Gut verwaltet. Jetzt arbeitet er bei uns in der Kanzlei. Kann man sich auf ihn verlassen? Er ist eine ehrliche Seele. Er ist bei uns schon das 12. Jahr angestellt. Wie wird er denn auf das Gut fahren können, wenn er angestellt ist? Er kann sich Urlaub nehmen. Soll ich mit ihm reden? Kommen Sie morgen zum Mittagessen? Da werden wir alles besprechen. Ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar. Oblomow fuhr zu Olga. Sie saß allein im Salon und war in ein Buch vertieft. Er stand plötzlich vor ihr, sodass sie zusammenfuhr. Dann streckte sie ihm freundlich lächelnd die Hand entgegen. Du bist allein? Ja. Ma Tante ist weggefahren. Heute kannst du noch nicht mit ihr sprechen. Wie langweilig das alles ist. Aber morgen. Hast du Sorgen? Ich habe einen Brief vom Gut bekommen. Hast du ihn dabei? Er reichte ihr den Brief. Sie überflog ihn. Ich kann das gar nicht entziffern. Ich habe heute den Bruder meiner Hausfrau um Rat gefragt. Er hat mir einen Sachverständigen empfohlen. Ich werde ihn beauftragen, das alles zu erledigen. Einen wildfremden Menschen? Er sagt, dass er der ehrlichste Mensch von der Welt ist. Er arbeitet mit ihm seit 12 Jahren zusammen. Ich müsste ja sonst selbst hinfahren. Warum nur André nicht da ist, er hätte alles in Ordnung gebracht. Wie froh ich nur bin, dass ich dich nicht zu verlassen brauche. Ich hätte diese Trennung nicht ertragen. Allein, ohne dich auf dem Gut zu sein, entsetzlich. Aber in Zukunft müssen wir vorsichtiger sein. Wir dürfen uns nicht mehr so oft sehen. Sobald alles auf dem Gut erledigt ist, es kann allerdings 1 Jahr dauern, gibt es keine Trennung mehr. Und wir sagen alles der Tante. Und er blickte Olga an. Und Olga erhob sich aus dem Sessel und ging in ihr Schlafzimmer. Oblomow blieb allein zurück. Nach einer halben Stunde klopfte er sachte an die Tür, erhielt aber keine Antwort. Er setzte sich und vertiefte sich in seine Gedanken. Ich werde mit dem Bevollmächtigten aufs Gut fahren, bei der Tante die Einwilligung zur Hochzeit erbitten und dann werden wir uns trauen lassen. Es wurde ihm plötzlich so leicht und froh ums Herz. Olga? Olga!
was ich Ihnen mitzuteilen habe, das erwarten Sie keinesfalls zu hören.« Die Tür wurde leise geöffnet und Olga erschien. Er blickte sie an, verlor allen Mut und seine Freude entschwand. Olga wirkte ein wenig gealtert. Sie war bleich, aber ihre Augen blitzten. »Höre, Olga, sieh mich nicht so an. Ich habe mir alles überlegt. Ich werde mit dem Bevollmächtigten aufs Gut reisen, um dort vielleicht in einem Jahr...« »Glaubst du denn wirklich, dass du in einem Jahr deine Angelegenheiten und dein Leben geordnet haben wirst? Wirst du mir das sein, was ich brauche? Wenn du mutig und überlegt Ja sagst, dann nehme ich meinen Entschluss zurück. Dann reiche ich dir die Hand und folge dir, wohin du willst. Ins Ausland, aufs Gut, sogar auf die Wiborger Seite.« »Wenn du wüsstest, wie sehr ich dich liebe.« »Ich erwarte keine Liebeserklärung, sondern eine kurze Antwort.« »Quäle mich nicht!« »Ilja, habe ich recht oder nicht?« »Ja! Du hast recht.« »Dann ist es Zeit, dass wir uns trennen.« Er ließ seine Augen gequält über den Plafond gleiten. Er wollte etwas sagen. Sein Mund war ausgetrocknet. Die Stimme versagte ihm. Er streckte ihr die Hand entgegen. »Also...« »Leb wohl. Leb wohl. Ich ertrage es sonst nicht. Mir ist die Vergangenheit noch teuer. Warum ist das alles zugrunde gegangen? Wer hat dich verflucht, Ilja? Was hast du nur getan? Du bist gut, klug, zärtlich und edel und gehst zugrunde. Was nur vernichtet dich? Dieses Übel kennt keinen Namen.« »Oh doch, es hat einen. Die Oblomowerei.« Ohne den Kopf zu heben, ohne ihr sein Gesicht zuzuwenden, wandte er sich um und ging. Gott allein weiß, wo Oblomow den ganzen Tag herumgeirrt war und was er getan hatte. Erst spät abends kehrte er heim. Er merkte nicht, dass der Morgen anbrach, er merkte nicht, dass es zu schneien begann. Er fiel in ein großes Fieber. Oblomows Krankheit zog sich lange hin. Unterdessen war ein Jahr vergangen. Es hatte viele Veränderungen auf der ganzen Welt gegeben. Auch in Petersburg und auf der Wyborger Seite war das Leben nicht stehen geblieben. Oblomow war wieder genesen. Der bevollmächtigte Fomitsch hatte sich aufs Gut begeben. Oblomow hatte ihm alles vergütet. Er sah keine Notwendigkeit, selbst hinzufahren. Er war gänzlich beruhigt und hatte sein normales Leben wieder aufgenommen. Er speiste mit der Hausfrau und ihren Kindern um 3 Uhr. Den Tee und Kaffee brachte nun nicht mehr Sachar, sondern die Hausfrau selbst. Die Liebe zu Oblomow war so einfach über sie gekommen, als hätte sie sich erkältet oder wäre an einem unheilbaren Fieber erkrankt. Oblomow war allmählich an sie herangerückt wie an ein wärmendes Feuer. Er saß da, wollte nirgends hin, rauchte und sah zu, wie sie nähte. Er hatte keine Wünsche, so, als besäße er alles, was er brauchte. »Wie geschwind Sie die Nadel an der Nase vorbeiziehen, Agafja Matwejewna. Das geht so schnell, dass man befürchten muss, Sie könnten sich den Rock an die Nase nähen.« »Nur noch diese Naht, dann gibt es das Abendessen.« »Was gibt es denn?« »Sauerkraut und Lachs. Danach gibt es Kalbsbraten und gebratene Grütze.« Sie hörte mit dem Nähen auf, biss den Faden ab und legte die Arbeit zusammen. Dann ging sie in die Küche. »Sie sind immer beschäftigt. Was machen Sie jetzt?« »Ich stoße Zimt.« »Und wenn ich Sie daran hindere?« »Ach, lassen Sie mich los. Ich muss auch noch Zucker stoßen.« »Sagen Sie, was wäre, wenn ich Sie lieb hätte?« »Würden auch Sie mich lieb haben?« »Warum nicht? Gott hat befohlen, alle zu lieben.« »Und wenn ich Sie küsse?« »Wir haben nicht Ostern.« »So küssen Sie mich.« Aber »wenn wir Ostern erleben, dann werden wir uns küssen.« Er blickte sie leicht erregt an, aber seine Augen strahlten nicht. Er hatte nur Lust, sich auf den Divan zu setzen und ihre Ellenbogen zu betrachten.
An Oblomows Namenstag, dem Elias-Tag, gab es Piroggen aus feinem Blätterteig. Vor der Suppe wurden Austern gereicht. Weiters gab es Hähnchen, gefüllt mit Trüffeln und feinstes Gemüse. Tarantjew und Iwan Matwejewitsch waren mit dabei. Als man mit der Suppe begann, fuhr ein Wagen in den Hof. Jemand fragte nach Oblomow. Da hat sich scheint's ein alter Bekannter an meinen Namenstag erinnert. Ich bin nicht zu Hause. Zachar sagt, dass ich nicht zu Hause bin. Zachar wollte hinauseilen, um den Besuch abzuweisen. Da stieß er mit Stolz zusammen. Andrei! Da komme ich ja gerade recht zum Mittagessen. Gib mir zu essen. Ich habe Hunger. Ich habe dich mit Mühe und Not gefunden. Komm! Komm rein, setz dich! Beim Erscheinen von Stolz erhob sich zuerst Tarantjew und verschwand im Garten. Iwan Matwejewitsch. Ihm folgte Iwan Matwejewitsch, der sich hinter der Laube versteckte. Auch die Hausfrau erhob sich. Und Sie bleiben sitzen, Agafja. Ich störe wohl. Woher kommst du? Wieso? Auf wie lange? Ich bin geschäftlich auf 2 Wochen hier. Dann fahre ich auf das Gut nach Kiew. Stolz sprach bei Tisch wenig, aß aber viel. Nach dem Essen, als alles abgeräumt war, ließ Oblomow Champagner kommen und blieb mit Stolz allein. Nun, Ilja. Also, nie. Was, nie? Du hast schon vergessen. Jetzt oder nie. Ich bin jetzt anders, als ich damals war. Andrei. Meine Angelegenheiten sind Gott sei Dank in Ordnung. Ich liege nicht müßig herum. Mein Plan ist fast fertig. Ich lese Zeitschriften, auch Bücher. Warum bist du nicht ins Ausland gekommen? Daran hat mich jemand gehindert. Olga? Wie ist es möglich, dass du das gehört hast? Wo ist sie jetzt? Ich habe gehört, sie sei mit ihrer Tante ins Ausland gereist, gleich nachdem... Nachdem sie ihren Irrtum eingesehen hat. Weißt du denn das? Alles. Sogar von dem Fliederzweig. Was ist jetzt mit ihr? Was? Sie trauert, weint unaufhörlich und verflucht dich. Was sagst du da? Fahren wir sofort zu ihr. Ich werde sie um Verzeihung bitten. Bleib ruhig sitzen. Sie ist guter Laune. Sogar glücklich. Sie lässt dich grüßen. Sie wollte dir schreiben, ich habe ihr aber abgeraten. Ich meinte, du würdest dich zu sehr aufregen. Gott sei Dank. Ja. Wie froh bin ich. Andrei, lass dich umarmen. Wir wollen auf ihre Gesundheit trinken. Hm. Wo ist sie denn jetzt? Jetzt ist sie in der Schweiz. Im Herbst fährt sie mit ihrer Tante auf ihr Gut. Höre, Ilja, du musst dein Leben ändern. Und jetzt erfülle ich nicht nur mehr meinen Wunsch, sondern es ist Olgas Wille. Sie will es, hörst du? Ich habe es ihr versprechen müssen, dich aus dem Grabe herauszuholen. Sie hat mich noch nicht vergessen. Bin ich das denn wert? Nein, sie hat dich noch nicht vergessen und wird dich auch nicht vergessen. Du musst zu ihr aufs Gut kommen. Aber nur nicht jetzt. Andrei, um Gottes Willen, nicht schon jetzt. Wir wollen zu dir fahren. Du musst bauen, es ist Sommer, die wertvollste Zeit vergeht. Ich habe einen Bevollmächtigten. Er ist auf dem Gut und ich kann auch später hinfahren. Wer ist dieser Bevollmächtigte? Was ist er für ein Mensch? Er hat mir 1.500 geschickt. 1.500? Ja. Für 300 Seelen? Man hat dich bestohlen, Ilja. Stolz setzte eine Vollmacht auf seinen Namen auf, ließ sie von Oblomow bestätigen. Ich werde Oblomow gar so lange in Pacht nehmen, bis du persönlich aufs Gut kommst. Du wirst 3-mal so viel bekommen. Ich fahre auf dein Gut und werde den Bevollmächtigten fortjagen, alles anordnen und dann kannst du selbst kommen. Ach, dieses Leben. Was soll mit dem Leben sein? Man hat keine Ruhe. Ich möchte mich hinlegen. Für immer. Schlafen. Das Leben vergeht im Nu und du? Du möchtest dich hinlegen und schlafen. Du bist ganz anders. Was soll ich Olga sagen? Sag, dass du mich nicht gesehen und nichts von mir gehört hast. Das glaubt sie nicht. Nun,
Dann sage ihr, dass ich zugrunde gegangen, gestorben und verschwunden bin. Ich werde lügen und ihr sagen, dass du in der Erinnerung an sie lebst und nach einem ernsten, wahren Lebensziel suchst. Wie froh sie sein wird. Sie verabschiedeten sich voneinander. Stolz fuhr allein aufs Gut. Oblomow versprach, im Herbst hinzukommen. Wie düster und trostlos es anderthalb Jahre nach Ilja Iljitschs Namenstag, als Stolz unerwartet auf Besuch gekommen war, in Oblomows Wohnung aussah. Er selbst war aufgedunsen. Langeweile hatte sich wie eine Krankheit in seine Augen eingefressen. Auch Agafja Matwejewna hatte sich nicht zu ihrem Vorteil verändert. Sie war abgemagert, ihre Augen waren eingefallen, ihre Arme rot und rau geworden. Armut herrschte im Haus. Die aus Oblomowka eintreffenden Gelder, die Stolz regelmäßig schickte, mussten die Schuldscheine decken, die der Bruder der Hausfrau in deren Namen von Oblomow ergaunert hatte. Oblomow frühstückte, schaute zu, wie Agafja den Rock ihrer Tochter flickte und immer wieder in die Küche lief, um gleichzeitig das Essen zu bereiten. Warum mühen Sie sich so ab? Lassen Sie das doch! Wer soll denn für alles sorgen, wenn ich es nicht tue? Was gibt es denn heute? Fischsuppe, Hammelfleisch und Obstkuchen. Da fuhr ein Wagen in den Hof. Sie bekommen Besuch. Wer denn? Tarantjew? Nein. Der, der an ihrem Namenstag bei uns gegessen hat. Stolz? Mein Gott. Was wird er sagen, wenn er sieht? Sagen Sie ihm, dass ich nicht zu Hause bin. Stolz glaubte ihr, wunderte sich nur darüber, dass Oblomow ausgegangen war und ließ ausrichten, dass er in 2 Stunden zum Mittagessen komme. Man muss etwas anderes zum Mittagessen vorbereiten. Wir haben nicht genug Zeit dafür. Er soll das essen, was da ist. Er kann Fischsuppe nicht ausstehen. Und Hammelfleisch isst er nicht. Man könnte Zunge kaufen. Das ist gut. Und irgendein Gemüse, vielleicht frische Bohnen. Bohnen kosten 80 Kopeken das Pfund. Oh, es bleibt uns nichts anderes übrig. Dazu ein Pfund Schweizer Käse und natürlich Wein. Nun gut, ich werde es besorgen. Ich würde um Entschuldigung bitten und eben sagen, dass wir ihn nicht erwartet haben. 2 Stunden später erschien Stolz und die beiden umarmten sich. Was ist los mit dir? Du hast dich verändert. Du bist aufgedunsen und blass. Ist dir nicht wohl? Mit meiner Gesundheit steht es schlecht. Andrei, das linke Bein schläft immer ein. Wie es bei dir ausschaut. Der Schlafrock, den du anhast. Sag, was ist los mit dir? Gar nichts. Du weißt, dass ich mich nie darum gekümmert habe. Na, lass uns in. Und was ist mit dir? Wie lange bleibst du? Woher kommst du? Rate einmal, woher und weshalb ich komme. Was ist mit Olga? Ach. Du hast sie nicht vergessen? Ich dachte, du hättest sie längst vergessen. Nein, André. Kann man sie denn vergessen? Dann würde ich auch vergessen, dass ich einmal gelebt habe und im Paradies war. Und jetzt... Aber wo ist sie? Auf ihrem Gut. Mit der Tante? Und mit ihrem Mann. Sie ist verheiratet? Warum erschrickst du? Ich bin nicht erschrocken, ich bin erstaunt. Ist sie schon lange verheiratet? Ist sie glücklich? Sag es mir, du nimmst mir eine große Last ab. Obwohl du mir versichert hast, dass sie mir verziehen hat, war ich doch beunruhigt. Ach, ich danke dir. Wie gut du bist, Ilja. Ich werde ihr das alles erzählen. Nein, nein, sag es ihr nicht. Sie wird mich für herzlos halten, wenn du ihr sagst, dass ich mich über ihre Heirat gefreut habe. Du freust dich ja über ihr Glück. Und wer ist eigentlich der Glückliche? Wer? Hä? Ilja, wie schwer vom Begriff du doch bist. Oblomow ließ seinen Blick auf seinem Freund ruhen. Seine Züge erstarrten für einen Augenblick. Das Blut entwich aus seinem Gesicht. Bist du
es vielleicht? Bist du wieder erschrocken? Du bist ganz blass. Sag die Wahrheit, André. Ja. Ja, ich bin nun schon das zweite Jahr mit Olga verheiratet. Mein lieber André. Liebe Olga Sergejewna. Gott selbst hat euch gesegnet. Oh, wie glücklich ich bin. Sag ihr... Ich werde ihr sagen, dass du einzigartig bist. Nein, sag ihr, dass ich ihr deshalb begegnet bin, um sie auf den rechten Weg zu führen und dass ich sie auf ihrem neuen Weg segne. Mir ist ein Stein von der Seele gefallen. Bin ich glücklich. Gott, ich danke dir. Ich werde Olga alles erzählen. Ja. Ich kann verstehen, warum sie dich nicht vergessen kann. Du warst ihrer wirklich wert. Dein Herz ist so tief wie ein Brunnen. Olga lädt dich zu sich auf das Gut ein. Du wirst nicht eifersüchtig werden. Komm mit. Nein, André. Ich fürchte weder die Liebe noch die Eifersucht. Ich fahre aber trotzdem nicht zu euch. Was fürchtest du dann? Den Neid. Ja, euer Glück würde für mich ein Spiegel sein, in dem ich mein totes, reizloses Leben sehe. Ich kann aber nicht mehr anders leben. Es wurde aufgetragen, man setzte sich zu Tisch. Auf den Oblomern lag je eine geschnitte Schwarzbrot. Oblomow bekam Fischsuppe, Stolz wurde Graupensuppe und ein gekochtes Huhn vorgesetzt. Danach gab es harte Zunge und Hammelfleisch. Dazu trank man Rotwein. Der Wein taugt nichts. Willst du vielleicht Johannisbeerschnaps trinken? Er ist ausgezeichnet, André. Agafja Matwejewna hat ihn selbst angesetzt. Sie ist eine liebe Frau, eine wunderbare Hausfrau. Stolz aß weder den Hammelbraten noch den Obstkuchen. Er sah nur zu, mit welchem Appetit Oblomow alles verzehrte und dazu den Schnaps trank. Sie sorgt für alles, sieht alles. Ich habe keinen einzigen löchrigen Stoff. Sie macht alles selbst. Und wie sie Kaffee kocht. Ihr Bruder hat geheiratet. Er ist ausgezogen, sodass die Wirtschaft nun nicht mehr so groß ist. Aber früher hatte sie alle Hände voll zu tun. Komm, trink, André. Wenn du mir 2.000-3.000 geben würdest, würde ich dir nicht dieses Hammelfleisch vorsetzen. Ich würde dir einen ganzen Stör, Forellen und die besten Filets anbieten. Trinke doch. André, trinke. Aber du bekommst doch regelmäßig 5.000 von mir. Was machst du denn damit? Die Schuld. Die Schuld? Welche Schuld? Wem schuldest du etwas? Niemand, ich habe das nur so gesagt. Nein, du lügst. Nur nicht sehr geschickt. Was ist los, Ilja? Du hast kein Geld. Wo ist es hingekommen? Ich habe tatsächlich Schulden. Ein wenig der Hausfrau für das Essen. Für dieses Essen? Ja. Sag, was geht hier vor? Was ist das für eine Geschichte? Der Bruder? Da stimmt doch etwas nicht. Wie hoch sind deine Schulden? 20.000 auf einem Schuldbrief. 20.000! Der Hausfrau für dieses Essen. Wir haben viel verbraucht. Auf sehr großem Fuß gelebt. Darum habe ich Schulden. Aber lassen wir das... Ilja, wie stehst du zu dieser Frau? Aber Oblomow hatte den Kopf auf den Tisch gelegt und war infolge des Schnapsgenusses eingeschlafen. Stolz stand auf und öffnete schnell die Tür zur Wohnung der Hausfrau. Diese ließ erschrocken den Löffel, mit dem sie soeben Kaffee umrührte, fallen. Ich möchte mit Ihnen sprechen. Bitte. Ilja Ilitsch hat Ihnen einen Schuldschein ausgestellt? Nein. Wieso nicht? Ich habe keinen. Einen Schuldschein? Sie sollten mit meinem Bruder sprechen. Aber er schuldet Ihnen doch Geld. Wie viel? Nichts, keine Kopeke. Und die 20.000? Welche 20.000? Ilja Ilitsch schuldet Ihnen laut einem Schuldschein 20.000, ja oder nein? Er schuldet mir nichts, gar nichts. Sie sollten mit dem Bruder sprechen. Ich will mit Ihnen sprechen. Ilja Ilitsch sagt, dass er bei Ihnen Schulden hat und nicht bei Ihrem Bruder. Aber er schuldet mir nichts. Sie haben demnach also keine Forderung an Ilja Ilitsch? Sprechen Sie mit dem Bruder. Sie sagen also, dass Ilja Ilitsch Ihnen nichts schuldet? Keine Kopeke, das ist bei Gott wahr. Und Sie können das vor Zeugen bestätigen? Das kann ich sehr wohl, aber Sie sollten mit dem Bruder sprechen. Ich komme morgen mit 2 Zeugen. Und mit dem Bruder werde ich sprechen, nachdem Sie Ihre Aussage unterschrieben haben. Am nächsten Tag bestätigte Agafja Matwejewna Stolz schriftlich, dass Oblomow ihr kein Geld schulde. Stolz versuchte erneut, Oblomow mit auf das Gut zu nehmen. Doch dieser bat ihn so flehentlich, ihn noch für einen Monat dazulassen, dass Stolz sich erweichen ließ. Ich wollte dich nur noch fragen, in welchen Beziehungen stehst du zu ihr? Was willst du damit sagen? Das weißt du sehr gut. Höre, Ilja.
Wenn eine Warnung etwas nutzen kann, so bitte ich dich im Namen unserer Freundschaft, sei vorsichtig. Ja, worin denn? Ich bitte dich. Du hast von ihr mit solchem Feuer gesprochen, dass ich wirklich zu glauben beginne, dass du... Liebst, willst du sagen. Aber ich bitte dich. Gib Acht. Gib Acht, dass du nicht in ein Loch fällst. Dieses schmutzige Leben hier. Diese bedrückende Atmosphäre. Stumpfsinn, Schmutz und Derbheit. Entsetzlich. Aber nun leb wohl. Ich werde Olga sagen, dass wir dich im Sommer erwarten. Entweder bei uns oder auf Oblomowka. Bestimmt. Ganz bestimmt. Sag Olga, dass ich bei euch den Winter verbringen werde, wenn sie es erlaubt. Das wäre uns eine große Freude. Stolz fuhr noch am selben Tag fort und am Abend besuchte Oblomow ein wütender Tarantjew. Guten Tag, Landsmann. Guten Tag. Nun, hast du deinen Wohltäter wieder verabschiedet? Ja, warum? Peter, ein schöner Wohltäter. Ja, so, gefällt er dir denn nicht? Ich würde ihn am liebsten hängen lassen. So. Ja, und dich daneben, gemeinsam mit ihm, am selben Baum. Und warum? Wenn man Schulden hat, dann muss man sie bezahlen. Höre, Michail Andrejitsch. Ich dachte immer, dass du wenigstens eine Spur von Gewissen hast. Aber du hast nicht einmal das. Ihr beide, du und dieser Schuft von einem Bruder, wolltet mich betrügen. Ich weiß nicht, wer von euch beiden der größere Gauner ist, aber ihr seid mir beide widerwärtig. Mein Freund hat mich von diesem Betrug befreit. Freund? Freund, ein guter Freund. Ich habe gehört, dass er dir deine Braut weggeschnappt hat. Ein schöner Wohltäter. Du, Landsmann, du bist ein Dummkopf. Lass das! Du bist undankbar, jawohl. Wer hat dich hier untergebracht? Wer hat für dich diese Frau, die ein wahrer Schatz ist, ausfindig gemacht? Du hast dir da einen schönen Freund ausgesucht, einen Deutschen. Du hast ihm dein Gut in Pacht gegeben. Naja, warte nur, wie er dich bestehlen und betrügen wird. Der wird dich noch zum Bettler machen, denk an mich. Du bist ein Dummkopf, Ilja Iljitsch, und ein undankbares Rindvieh. Tarantjew! Was schreist du? Ich werde es in die Welt hinausschreien, dass du ein Dummkopf bist. Ich und Ivan Matwejewitsch, wir haben dich gehegt und gepflegt. Wir haben dir wie Leibeigene gedient. Jetzt hat er deinetwegen und wegen deines Wohltäters einen Posten verloren. Du musst ihm jetzt einen Wechsel auf seinen Namen ausstellen. Hörst du, du bist jetzt nüchtern und bei vollem Verstand. Tu es, sag ich dir. Solange du das nicht getan hast, Ilja Iljitsch, gehe ich nicht von hier weg. Was haben Sie, Michail Andrejitsch? Warum schreien Sie so? Ich will schreien! Dieser Dummkopf da, der soll sich nur seine Schande anhören. Dieser deutsche Gauner, der soll ihn nur betrügen. Umso mehr, als er jetzt mit seiner Geliebten zusammensteht. Es erschallte eine laute Ohrfeige. Sobald Oblomow zugeschlagen hatte, verstummte Tarantjew augenblicklich, ließ sich erstaunt auf einen Sessel fallen. Was ist das? Was soll das, hä? Du willst mir meine Ehre rauben? Hä? Du wirst dafür bezahlen. Ich zeige dich an. Sie haben es gesehen, Agafja Matwejewna? Ich habe nichts gesehen. Wie? Was? Verschwörung? Diebsbande. Man plündert hier und schlägt einen beinahe tot. Hinaus, du Schuft! Und setze nie wieder deinen Fuß über diese Schwelle. Oh. Sonst schlage ich dich wirklich tot wie einen Hund. Oh, Hilfe! Hilfe! Räuber! Sarah, wirf diesen Schuft hinaus! Mit Vergnügen. Er soll sich hier nie mehr blicken lassen. Bitte, Herr, hier ist die Tür. Halt! Ich bin nicht zu dir gekommen, Ilja Iljitsch, sondern zur Gevatterin. Gott mit euch, Michail Andrejitsch. Ich brauche Sie nicht. Sie haben meinen Bruder besucht und nicht mich. Ich habe Sie satt. Ach so.
Ach so, so ist das, Gevatterin. Gut, gut, gut. Ich werde mit Ihrem Bruder schon ein Wörtchen reden. Wo ist mein Hut? Hm? Und du, Ilja, du wirst mir für diese Schande bezahlen, hörst du? Seit diesem Tage sahen Tarantjew und Oblomow einander nie mehr. Von dem Augenblick an, da Stolz Oblomow von den Diebereien und Gaunereien des Bruders und Tarantjews befreit hatte und die beiden für immer verschwunden waren, hatte sich in Oblomows Leben alles zum Guten gewandt. Der von Stolz eingesetzte Verwalter schickte ihm regelmäßig einen höheren Betrag. Das Haus war von Wohlstand und Frohsinn erfüllt. Jetzt hören Sie doch zu arbeiten auf. Sie werden müde werden. Gott liebt die Arbeit. Stolz kam einige Jahre nicht nach Petersburg. Ilja Iljitsch bekam von ihm einen Brief, in dem Andrei ihm zuredete, nach Oblomowka zu kommen und das Gut selbst zu übernehmen. Er selbst ließ sich, um Olgas zerrüttete Gesundheit nach zwei Entbindungen zu kräftigen, an der Krim nieder. Als Oblomow eines Tages nach dem Mittagsschlafe vom Sofa aufstehen wollte, gelang es ihm nicht. Und als er etwas sagen wollte, gehorchte ihm die Zunge nicht. Man ließ ihn zur Ader und der Arzt erklärte, es sei ein Schlaganfall gewesen. Ihm wurden Schnaps, Bier, Wein, alles fette und scharfe Gewürze verboten. Als eines Tages Oblomow aus seinem Mittagsschlaf erwachte, stand Stolz wie ein Gespenst vor ihm, der ihn förmlich mit seinen Blicken durchbohrte. Bist du es? Andrei? Ich bin es. Du lebst und bist bei guter Gesundheit? Andrei. Bist du wohlauf? Ja. Ist wieder, Gott sei Dank. Warst du denn krank? Ja. Andrei. Ich hatte einen Schlaganfall. Mein Gott. Aber hoffentlich ohne Folgen. Ja, nur das... Das linke Bein lahmt ein wenig. Ach, Ilja Iljitsch. Was ist bloß mit dir? Du lässt dich jetzt noch mehr gehen. Was hast du die ganze Zeit gemacht? Wir haben uns ja nun über 4 Jahre nicht gesehen. Warum bist du nicht nach Oblomowka gekommen? Warum hast du nicht geschrieben? Was soll ich dir sagen? Also, du kennst mich ja. Frage nicht weiter. Und du bist immer noch in dieser Wohnung? Und bist immer noch nicht umgezogen? Nein. Ich war die ganze Zeit hier. Aber sag, was ist mit Olga? Sergejew, ne? Geht es ihr gut? Wo ist sie? Jetzt? Denkt sie an mich? Ja. Ja, es geht ihr gut. Oh. Und sie erinnert sich deiner. So, als ob ihr euch erst gestern getrennt hättet. Ja, ich werde dir gleich sagen, wo sie ist. Und die Kinder? Ach, auch die Kinder sind gesund. Aber Ilja, sag, du hast bloß gescherzt, als du sagtest, dass du hier bleiben willst. Ich bin gekommen, um dich abzuholen, um dich zu uns aufs Gut mitzunehmen. Nein, 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 fang gar nicht davon an. Höre, Andrei, unternimm keine vergeblichen Versuche, rede mir nicht zu. Ich bleibe hier. Du bist verloren, Ilja. Dieses Haus, diese Frau, dieses ganze Leben, das ist unmöglich. Komm, komm zu uns. Warum? Wohin? Aus diesem Grab, aus diesem Sumpf hinauf ans Licht, unter freien Himmel, wo es ein gesundes, normales Leben gibt. Was ist bloß aus dir geworden? Besinne dich. Willst du denn wie ein Maulwurf in einer Höhle schlafen? Ist das dein Leben? Denk an alles, was wir... Erinnere mich nicht daran. Rühre nicht an der Vergangenheit. Du wirst sie auch nicht mehr wiederbringen.
Was willst du denn mit mir anfangen? Ich habe mit dieser Welt, in die du mich mitnehmen willst, für immer gebrochen. Du kannst zwei zerbrochene Hälften nicht zusammenfügen. Ich bin in dieser Höhle festgewachsen. Versuche mich nicht wegzureißen, denn du würdest mich damit töten. Nein, Elia. Ich werde dich trotzdem mitnehmen. Komm, komm, zieh etwas an und komm mit mir. Verbringe mit mir den Abend. Ich werde dir alles erzählen, du. Du weißt ja nicht, was bei uns vorgeht. Komm, ich erzähle dir alles. Weißt du, wer mich am Wagen erwartet? Ich werde sie holen. Holger, lass sie um Gottes Willen nicht herein. Fahre fort. Lebe wohl. Lebe wohl, um Gottes Willen, lebe wohl. Ich darf ohne dich nicht zu ihr zurückkommen. Ich habe es ihr versprochen, hörst du, Ilja? Andrei, lass mich. Vergiss mich. Für immer. Für immer? Ja. Du, Ilja, bist du es? Ja. Du störst mich fort. Und das alles ihretwegen, dieser Frau wegen. Mein Gott. Dieses Kind, das ich vorhin gesehen habe. Ilja. Ilja, weg von hier, fliehe. Komm, komm schnell. Wie tief du doch gesunken bist, diese Frau, was ist sie dir? Sie ist meine Frau. Und dieses Kind ist mein Sohn. Er heißt Andrei. Zur Erinnerung an dich. Verloren. Alles verloren. Was werde ich Olga sagen? Vergiss meinen Andrei nicht. Wenn ich nicht mehr da bin. Oblomow setzte sich vorsichtig auf und bedeckte sein Gesicht mit den langen Händen. Stolz ging langsam aus dem Haus, über den Hof, zu dem wartenden Wagen. Nein. Ich werde deinen Andrei nicht vergessen. Ich werde mit ihm unsere Jugendträume in die Realität umsetzen. Aber du, Ilja, du bist verloren. Leb wohl, altes Oblomowka. Du hast ausgelebt. Was macht er? Nichts. Geht es ihm gut? Ja. Warum bist du so schnell zurück? Warum hast du mich nicht hineingerufen? Warum hast du ihn nicht mitgebracht? Lass mich zu ihm. Das geht nicht. Was geht denn dort vor? Willst du es mir nicht sagen? Dort herrscht die Oblomoverei. Eines Morgens brachte Agafja Matwejewna wie gewöhnlich den Kaffee an Oblomows Bett und fand ihn sterbend. Er hatte den nahen Tod geahnt und gefürchtet. Nun ruhte er im Tod so sanft wie zuvor im Schlaf. Ilja Iljitsch schien ohne Schmerzen und Qualen entschlummert, wie eine Uhr, die stehen bleibt, weil man vergessen hat, sie aufzuziehen. Er wurde auf dem nahen Friedhof begraben, an einem stillen Plätzchen, zwischen Fliedersträuchern, von Freundeshand gepflanzt. Agafja Matwejewna aß fast nichts, nährte sich nur von Tee, schloss manchmal ganze Nächte lang kein Auge und ermattete völlig. Deshalb ging sie auch ohne Widerspruch und sogar mit einer gewissen Freude auf den Vorschlag von Stolz ein, ihm die Erziehung des kleinen Andrei anzuvertrauen. Agafja Matwejewna war schon 3 Jahre Witwe, und wenn Stolz im Winter vom Gut in die Stadt umzog, eilte sie in sein Haus, betrachtete liebevoll den kleinen Andrei, liebkoste ihn mit zärtlicher Schüchternheit, stürzte dann zu Olga hin und brach in einen Strom heißer Tränen aus, dass auch Olga unwillkürlich zu weinen begann und Stolz aufgeregt und schnell das Zimmer verließ.
Sie alle waren durch eine allgemeine Sympathie und durch die Erinnerung an die kristallklare Seele des Verstorbenen verbunden. Stolz versuchte immer wieder vergeblich, Rechenschaft über die Verwaltung des Gutes abzugeben, aber Agafja Matwejewna bat, alles für den kleinen Andrei aufzubewahren. Eines Tages schritten um die Mittagszeit zwei Herren über das Trottoir der Vyborger Seite. Der eine der beiden war Stolz, der andere sein Freund, ein Literat. Sie kamen an der Kirche vorbei, die Messe war zu Ende, die Menge strömte auf die Straße, allen voran die Bettler. Ich möchte bloß wissen, wie man zu einem Bettler wird und in so eine Lage gerät. Und warum willst du das wissen? Willst du einen Roman darüber schreiben? Vielleicht. Hier hast du die beste Gelegenheit dafür. Frage den Erstbesten, er wird dir für einen Rubel seine ganze Geschichte verkaufen. Schreibe sie auf und verkaufe sie mit Gewinn weiter. Hey, Alter, komm her. Verehrte Herren, helft einem armen, in mehreren Schlachten verwundeten alten Soldaten. Hey, du Sacha. Sacha, bist du es? Verzeihen Sie, euer Wohlgeboren, ich kann Sie nicht erkennen. Ich bin erblindet. Hast du Stolz den Freund deines Herrn vergessen? Oh, Väterchen, Andrei Iwanitsch. Meine Augen können nichts mehr sehen. Dass Gott mich elenden Hund noch so eine Freude erleben lässt. Warum siehst du so aus? Was ist geschehen? Schämst du dich denn nicht? Väterchen, Andrei Iwanitsch, wovon soll ich mich ernähren, wenn die Gnädigste nicht wäre? Gott möge sie lange am Leben erhalten, würde ich längst erfroren sein. Sie gab mir Kleider, Brot und eine Ecke hinterm Ofen. Man hat ihr aber deshalb Vorwürfe gemacht. Da bin ich fortgegangen. Seitdem treibe ich mich herum. Jetzt ist es schon das zweite Jahr, dass ich so herumirre. Hör auf mit diesem Leben. Komm zu mir, ich werde für dich einen Winkel finden und dann fahren wir aufs Gut. Hörst du? Ich höre, Väterchen, aber ich will in der Nähe seines Grabes bleiben. Ich habe heute wieder für Ilja Iljitsch gebetet. Gott hab ihn selig. Er hat gelebt, um den Menschen Freude zu machen. Er hätte 100 Jahre alt werden sollen. Man findet keinen zweiten solchen Herrn. Und wie er sie geliebt hat. Gott möge sich seiner Seele annehmen. Und damit verschwand Sachar in der Menge. So. Nun hast du die Geschichte eines Bettlers gehört. Und wer ist dieser Ilja Iljitsch, von dem er gesprochen hat? Das ist Oblomow, von dem ich dir schon sehr oft erzählt habe. Ja, ich kann mich erinnern. Dein alter Freund. Was ist aus ihm geworden? Er ist zugrunde gegangen. Und das ohne jegliche Ursache. Er war nicht dümmer als manch anderer. Seine Seele war rein und klar wie ein Kristall. Er war edel, zart und ist zugrunde gegangen. Weshalb? Was war der Grund? Die Oblomoverei. Die Oblomoverei? Was ist das? Das werde ich dir gleich erzählen. Lass mir nur Zeit, meine Gedanken und Erinnerungen zu sammeln. Schreibe es auf. Vielleicht nützt es jemandem. Und er erzählte ihm, was wir soeben hörten. Oblomow von Ivan Goncharow. Bearbeitung Helmut Peschina. Die Rollen und ihre Darsteller waren Oblomow, Axel Milberg, Sachar, Rudolf Wessely, Olga, Irina Wanka, Agafja, Astrid Meierfeld, Stolz, Sebastian Blomberg, Literat und Zubinski, Felix von Manteuffel, Alexejew, Matthias Hase, Tarantjew,
Werner Wölbern, Wolkow Philipp Schepmann, Dr. Ernst August Schepmann, Matwejewitsch Matthias Lea, Penkin Sebastian Jacobi, Katja Ulrike Czarre. Als Erzähler Otto Sander, sowie Mitglieder der Gruppeninitiative Kultur und Medien e.V. und Jahresringe INA. Komposition Henrik Albrecht. Technische Realisation Brigitte Angerhausen, Rudi Stückrath, Andreas Meinitzberger, Mechthild Austermann und Gabriele Neugruder. Regieassistenz Silke Benn. Regie Leonhard Koppelmann. Dramaturgie und Redaktion Angela Di Ciriaco-Sustorf. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2003.